Und ich rufe damit gleich den Tagesordnungspunkt 4 auf, Fachregierungserklärung zum Thema Sicherheit im Wandel, wie die großen Investitionen in Sachsens Wirtschaft auch im Kleinen ankommen. Und ich übergebe das Wort an Herrn Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Herrn Martin Dulich. Bitte, Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind jetzt im fünften Jahr einer ungewöhnlichen Legislaturperiode mit vielen Krisen und komplexen Herausforderungen. Zu Beginn dominiert von der weltweiten Corona-Pandemie mit allen Folgen für Lieferketten und Kurzarbeit. Vor zwei Jahren überfiel Putin die Ukraine. Im Sommer 2022 drehte Putin den Gashahn zu. Die Gas- und Strompreise stiegen daraufhin massiv. Ja, sogar um unsere Versorgungssicherheit mussten wir uns anfangs Gedanken machen. Gleichzeitig steht Deutschland und damit auch Sachsen aktuell als Exportnation unter Druck. Die USA investieren mit dreistelligen Milliardensummen in ihre Industrie und Infrastruktur. Und China startet eine aggressive Aufholjagd bei E-Autos, bei Solarzellen und bei globaler Infrastruktur. Hinzu kommen die großen Herausforderungen für unsere Wirtschaft und Gesellschaft. Erstens die Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Automatisierung. Zweitens der Umstieg auf klimaneutrales Wirtschaften, auch um unabhängiger zu werden von Energielieferungen, von Diktaturen, die uns jederzeit erpressen können. Und drittens der Mangel an Arbeits- und Fachkräften in allen Bereichen und Branchen. Dass in solchen schwierigen Zeiten viele Menschen zweifeln, ist kein Wunder. Dass sich angesichts schlechter Nachrichten zum Teil Pessimismus und Unsicherheit ausbreiten, scheint mir nachvollziehbar. Wichtig ist daher, Probleme zu benennen und Schritt für Schritt Lösungen für diese Herausforderungen in Sachsen zu finden und anzugehen. Und das ist das, was wir als sächsische Staatsregierung tun. Man kann natürlich einfach leugnen, dass es Krisen und Wandel gibt. Man kann leichte Lösungen von anderen einfordern oder selbst vorgaukeln. Wenn man sich die komplexen Probleme anschaut, rechter Populismus und Rechtsextremismus sind auf keinen Fall eine Lösung. Nehmen wir das Thema Arbeits- und Fachkräfte. Überall fehlen Leute in Betrieben, bei der Pflege oder bei Bus- und Lkw-Fahrern oder vor den Schulklassen. In den kommenden 10 Jahren wird die Zahl der erwerbstätigen Personen in Sachsen um rund 150 Personen zurückgehen. Und was machen andere? Sie diskutieren im Hinterzimmer, wie man am besten Menschen deportieren kann. Rechtspopulisten und Rechtsextreme erzeugen eine Stimmung, dass Leute hier eher aus Sachsen weggehen werden. Lassen Sie mich ganz klar sagen, Rechtspopulisten und Rechtsextreme bedrohen den Innovations- und Wirtschaftsstandort Sachsen. Sie bedrohen unseren Wohlstand. Sie stellen unsere Zukunft in Frage und das werden wir nicht zulassen. Da bin ich mir mit Michael Kretschmer mich einig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich war berührt und bin immer noch dankbar, dass alleine in Sachsen über 100.000 Menschen um den 21. Januar auf die Straßen gegangen sind und gegen rechtsextremes Gedankengut demonstriert haben. In großen und in den kleinen Städten. Sie setzten ein sehr wichtiges Zeichen, das weit über die Grenzen Sachsens wahrgenommen wird. Ich habe eine Bitte an diese Menschen. Machen Sie weiter. Nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr. Kandidieren Sie bei den Kommunalwahlen und gestalten Sie Ihre Heimat aktiv mit. Und genauso froh bin ich, dass Unternehmen im Land lauter werden und Hass und Hetze widersprechen. All die Menschen auf den Straßen haben ein anderes, selbstbewusstes Bild über Sachsen gezeichnet. Und das ist enorm wichtig. Und dieses andere, selbstbewusste Bild sieht man auch, wenn man auf die wirtschaftliche Entwicklung in Sachsen schaut. Die objektive Lage ist besser als die gefühlte Stimmung. Wir haben heute eine Beschäftigung auf Rekordniveau. Noch nie haben so viele Menschen in Sachsen gearbeitet. Wir haben heute rund 300.000 Arbeitsplätze mehr als vor 15 Jahren. Waren 2014 noch fast 190.000 Menschen ohne Beschäftigung, sind es heute nur noch rund 130.000. Dieser Rückgang entspricht der Bevölkerungszahl von Görlitz. Derzeit investieren wir 2 Milliarden Euro allein an Landesmitteln in den Breitbandausbau. Mit Bundes- und Landesmitteln zusammen sind es 5 Milliarden Euro. Bis 2030 können alle sächsischen Haushalte und Unternehmen über hochleistungsfähige Glasfasernetze verfügen.
Wir haben Förderprogramme digitalisiert und beschleunigt. Der Weiterbildungscheck ist heute komplett digitalisiert. Und innerhalb von 3 Tagen bekommt man eine Bewilligung, manchmal schon innerhalb von 24 Stunden. Der Weltkonzern TSMC will eine hochmoderne Chipfabrik in Europa errichten und hat sich für Sachsen entschieden. Wenn man aktuell alleine die großen Investitionen von Unternehmen, Bund und Sachsen zusammenrechnet, die gerade über das normale Maß hinaus in unserem Land in die Wirtschaft und wirtschaftsnahe Infrastruktur investiert werden, dann sprechen wir von über 30 Milliarden Euro für die nächsten Jahre. Das sind das 1,5-fache des sächsischen Jahreshaushaltes, die gerade investiert werden in Stahl, in Optik, Breitband, Halbleiter, Wasserstoff und Großforschungszentren. Diese Investitionen werden Erfolge zeitigen. Sie bringen unseren gesamten Industriestandort ins 21. Jahrhundert. Und wir werden uns darum kümmern, dass auch die vielen kleinen Unternehmen und Handwerker gleichfalls davon profitieren werden. Sie werden die Bauleistungen primär übernehmen, den Transport gewährleisten, die Rohstoffe liefern und die Anlagen bauen. Und das ist hier keine Zukunftsmusik. Wer heute die A4 aus Richtung Chemnitz nach Dresden fährt, sieht nachts im Norden die Lichter der hell erleuchteten Infineon-Baustelle. Tagsüber sieht man die Kräne drehen. Und wir begleiten die Unternehmen dabei, beispielsweise indem wir gerade zusammen mit den Unternehmen ein sächsisches Ausbildungszentrum Mikroelektronik vorbereiten. Auch hier ist es mir wichtig, dass nicht nur die großen, sondern auch die kleinen Unternehmen profitieren werden. Die Politik dieser Staatsregierung hat das Ziel, dass Sachsen in 10, 15 Jahren gut dasteht, dass die Menschen sichere Arbeitsplätze haben und wir weiter eine hohe Wertschöpfung im Freistaat Sachsen. Sachsen ein Vorzeigeland. Wir haben das Ziel, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Es geht um gute Löhne und neue Aufstiegschancen und genau daran arbeiten wir. Und wir sind erfolgreich dabei. Die hohe Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Wirtschaft lässt sich an der anhaltend hohen Exportquote festmachen. Diese lag für Sachsen bei über 33% und damit deutlich über dem Schnitt der anderen 9 Länder. Die Durchschnittslöhne sind ebenfalls in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Im ostdeutschen Vergleich verdient man in Sachsen durchschnittlich am besten. Die Lohnunterschiede zu den Westbundesländern bestehen aber weiter, wie ich seit Jahren fast schon mantraartig wiederhole, weil in Sachsen weniger Tarif bezahlt wird, die Betriebe kleiner sind und es weniger Konzernsitze und gut bezahlte Forschungs- und Entwicklungsbereiche in Sachsen im Vergleich zu westlichen Regionen gibt. Aber genau deshalb hat Sachsen gerade die Chance auf mehr. Am Montag hat der Expertenrat des SMWA seinen Bericht vorgelegt. Der Rat besteht aus anerkannten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, aus Gewerkschaften und Gesellschaft. In ihrem Bericht heißt es, Sachsen hat die Chance, von der verlängerten Werkbank zum Zukunftsstandort zu werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind in einer neuen ökonomischen Entwicklungsphase. Der Aufbau Ost liegt hinter uns. Heute gilt, überall dort, wo sich gerade die Zukunft entscheidet, sind wir in Sachsen gut aufgestellt. Wasserstoff, Wirtschaft, Elektromobilität, Life Science, künstliche Intelligenz, Leichtbau, Halbleiter. Mit 600 Millionen in der Technologieförderung unterstützen wir die Technologiecluster und Netzwerke aus unseren erfolgreichen kleinen und mittleren Unternehmen, um damit die hemmenden Nachteile der Kleinteiligkeit und Insellösungen auszugleichen. Es gibt eine besondere, ja in vielen Bereichen einzigartige Verknüpfung von Wirtschaft, Innovation, Wissenschaft und Forschung, um die uns viele beneiden. Wir haben aus dem Osten heraus immer Großforschungsinstitute für Ostdeutschland gefordert. Nun liefert die Bundesregierung. Das Deutsche Zentrum für Astrophysik in Görlitz, das ressourcensparende Digitalisierung vorantreibt und neue Technologien entwickelt. Dem Zentrum für die Transformation der Chemie in Delitzsch, in dem es um nichts Geringeres als um eine Neuerfindung der Chemie ohne CO2 gehen soll. Dazu werden wir, soweit der Bundestag den Haushalt diese Woche beschließt, zusammen mit Brandenburg und Sachsen-Anhalt ein Zentrum im Lausitzer Revier bekommen, in dem über den größten bisher dagewesenen Paradigmenwechsel im Bauwesen geforscht wird. Einem Living Art of Building, das Lösungen für ein klimaneutrales und ressourceneffizientes Bauen entwickelt. All das wird viele neue Unternehmen und Arbeitsplätze schaffen. Davon werden die Regionen enorm profitieren.
Und ich danke Thomas Schmidt für die exzellente Zusammenarbeit. Und genau deshalb... Und genau deshalb ist es auch wichtig, ausreichend Flächenvorsorge zu betreiben, zum Beispiel mit neuen Gewerbegebieten. Das SMR unterstützt dabei die Kommunen, auch das ist gut in die Zukunft investiertes Geld. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen es zudem schaffen, den Transfer von Forschung und Entwicklung in die Wirtschaft und vor allem in kleinere und mittlere Unternehmen noch stärker als bislang voranzutreiben. Industrie in Sachsen sind nicht nur die Großen. Industrie in Sachsen ist vor allem Mittelstand. Es braucht einen Transfer von Automatisierung, KI und Robotik in den KMU-Bereich oder ins Handwerk. Dies werden wir stärker aktiv begleiten. Das Zentrum für Fachkräftesicherung und gute Arbeit übernimmt hier eine wichtige Rolle. Über GAW-Mittel erhält etwa die Warwick GmbH aus Markneukirchen im Vogtland eine Förderung. Als Unternehmen, das im Musikwinkel E-Bässe und E-Gitarren baut. Durch die Investition wird eine neue Robotertechnik eingeführt, die eine bessere und konstantere Qualität der Produkte sowie eine effizientere und genauere Fertigung ermöglicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind als Land seit Jahren aktiv, Unternehmen und Branchen darin zu unterstützen, ihre Geschäftsmodelle und Standorte in Bezug auf Digitalisierung und klimaneutrales Wirtschaften neu auszurichten. Und dafür haben wir die GAW-Mittel als wichtigstes sächsisches Investitionsprogramm für Unternehmen und Kommunen. Es ist weiterhin stark nachgefragt, trotz der an mancher Stelle eingetrübten gesamtkonjunkturellen Lage. Der Mittelstand, die kleinen Firmen investieren. Wir haben das zweitgrößte Budget aller Bundesländer. 200 Millionen in 2024. Allein in den vergangenen 2 Jahren gingen 630 Anträge mit einem beantragten Zuschuss in der Höhe von über 400 Millionen ein. Damit sollen Investitionsvorhaben von zusammen 1,2 Milliarden Euro umgesetzt werden. Im vergangenen Jahr haben wir zusätzliche 45 Millionen Euro in die GAW-Förderung vergeben können. Während andere Bundesländer Mittel zurückgaben, haben wir die Gelder angefordert. Wir haben die sächsischen Mittel umgeschichtet und wir haben so weitere Investitionen von kleinen und mittleren Unternehmen in Sachsen ermöglicht. Und an dieser Stelle danke ich den 3 Koalitionspartnern, dass sie diese Umschichtungen möglich gemacht haben. Wir haben in der vergangenen und in dieser Legislaturperiode gut zusammengearbeitet. Dafür Dankeschön. Das alles ist sehr konkret. Da ist etwa die Belchem GmbH in Freiberg, die in Mittelsachsen Hochleistungsfaserwerkstoffe herstellt. Die Produkte entstehen in eigener Forschung und Entwicklung für die Automobilindustrie, die Bahn und den Schiffbau. Mit der GAW-Förderung soll der Wettbewerbsvorsprung durch kontinuierliche Verbesserung und Neu- und Weiterentwicklung der Technologie gefestigt und ausgebaut werden. Mit dem Vorhaben werden 36 Arbeitsplätze gesichert und 4 neue Arbeitsplätze geschaffen. Und genau das wollen wir. Die kleinen Unternehmen sollen wachsen, größer werden. Auch dann bestehen Chancen auf mehr Tarif und höhere Löhne für die Beschäftigten. Die kleinen Unternehmen sollen Teil der Wertschöpfungsketten der großen Unternehmen werden und teilhaben an den neuen Industrien und Infrastrukturen. Und auch das Handwerk wird hier überall davon profitieren. Wir werden die Neuansiedlung daher auch so begleiten, dass diese als Motor der regionalen Wirtschaft und Arbeitsplätze wirken wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Land hat die Chance, Teil einer neuen europäischen Wachstumsregion zu werden, die von der energiereichen Nord- und Ostsee über Berlin und Sachsen bis Prag, Wien und Krakau reicht. Und Sachsen liegt hier im Zentrum. Mein Ziel ist es, dass wir zwischen Magdeburg, Leipzig, Chemnitz und Dresden eine neue Wachstumsbanane etablieren, wo Chipindustrie und ihre Zulieferer, die chemische Industrie mit neuen Werkstoffen und Verfahren, Bergbau und Elektromobilität zusammenkommen. Mit einer engen Verzahnung zwischen Wissenschaft und Forschung und Wirtschaft. Wir haben alle Einzelteile beisammen, wir müssen sie nur zusammenführen. Das ist unsere Chance für morgen, mitten in Europa. Das ist auch ein Grund, warum die Eisenbahnneubaustrecke Dresden-Prag so wichtig ist. Mit ihrem Kernstück, einem 30 Kilometer langen grenzüberschreitenden Tunnel. Denn diese Bahnstrecke wird genau diesen Korridor miteinander verbinden.
An der sächsischen-tschechischen Grenze liegen große Lithiumvorkommen, die man etwa für die Batterieherstellung braucht. Hier werden wir den Abbau und ein neues Berggeschrei vorantreiben, und zwar in enger Abstimmung mit unseren tschechischen Freunden. Das ist ein wichtiges strategisches Industrieprojekt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die vielen Neuansiedlungen verändern die Wahrnehmung Sachsens auch außerhalb Deutschlands. Im vergangenen Jahr war ich mit einer großen Wirtschaftsdelegation in Japan, Südkorea und Taiwan. Wir haben dort hautnah erlebt, dass die Unternehmen und die Politik dort mittlerweile genau wissen, wo Sachsen liegt und was wir können. Wir stehen für Europa. Auf uns wird geschaut und darauf können wir stolz sein. Dass wir Spitzenfachkräfte und innovative Forschung haben, die sind einige der Gründe, warum sich die globalen Unternehmen hier ansiedeln. Wir sehen, wie die Zulieferindustrie aufmerksam geworden ist. Wir haben heute die Chance, Produktionsprozesse der chemischen Industrie wieder zurück nach Deutschland zu holen. Prozesse, die es seit Jahrzehnten gar nicht mehr in Europa gibt und die man für die Herstellung von Halbleitern braucht. Und die sich in Großenhain, Pirna oder Chemnitz ansiedeln können. Ganz Sachsen wird davon profitieren. Aber dafür müssen wir vorbereitet sein. Unser Expertenrat hat uns darauf hingewiesen. Durch die Wertschöpfungsketten entstehen neue Aufstiegs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Facharbeiter in unserem Land, auf die wir so lange gewartet haben. Dann werden auch die Durchschnittsgehälter in Sachsen steigen. Der Branchenverband Silicon Saxony prognostiziert bis 2030 100.000 Beschäftigte in der Digitalwirtschaft. Das sind 25.000 mehr als heute und ein Wachstum von etwa 3.000 pro Jahr. Die Investitionen nutzen den ganzen Wirtschaftsstandort. Halbleiter sind quasi das Öl des 21. Jahrhunderts. Überall werden Chips benötigt, in Handys, Waschmaschinen, Autos oder Fernseher. Mit den Investitionen von Infineon, TSMC, Bosch und GlobalFoundries werden Lieferketten für unsere heimische Industrie stabil und zuverlässig. Es muss mal laut gesagt werden, trotz manchen Anlass zur Kritik sind wir der Bundesregierung dankbar. Diese wirklich großen Investitionen in Sachsen schuldet nämlich die Bundesrepublik Deutschland. Auch beim Thema Wasserstoff ist Sachsen vorn. Es ist bei vielen noch gar nicht angekommen, was hier für eine Chance für Sachsen besteht. Der Ausbau des Wasserstoffkernnetzes wird dazu führen, dass ab 2026/27 Wasserstoff von der Nord- und Ostsee nach Sachsen fließen wird. Und über Sachsen wird Deutschland an Südeuropa und die Ukraine angebunden. Das ist ein riesiger Vorteil im Wettbewerb der Regionen. Wir werden damit einige Jahre früher Wasserstoff als Bayern und Baden-Württemberg bekommen. Diesen Vorsprung heißt es für unsere Industrie zu nutzen. Es ist die Chemie- und Stahlindustrie im Meißner Industriebogen, die sich zusammen mit uns für den Anschluss an das Wasserstoffkernnetz einsetzt. Wir unterstützen dieses genauso wie den Anschluss der Region Chemnitz. Vor 3 Wochen habe ich mit Kollegen Wolfram Günther und dem tschechischen Industrieminister Josef Sikela uns über die Zusammenarbeit des Freistaates und der Tschechischen Republik beim Ausbau einer Wasserstoffinfrastruktur sowie den Einsatz von Wasserstoff ausgetauscht. Wir haben die ganze Wertschöpfungskette Wasserstoff in Sachsen mit allen Chancen für den Umbau unserer Industrie. Und wir haben bereits gelungene Beispiele, dass der Umbau gelingt. Die Firma Vitesco in Limbach-Oberfrohna hat in den vergangenen Jahrzehnten Diesel-Einspritzpumpen produziert. Ursprünglich sollte das Werk 2028 schließen. Doch nun werden die Beschäftigten in Zukunft Elektrolyseure für die Dresdner Firma Sunfire bauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Wirtschafts- und Industriepolitik dieser Staatsregierung hat als Ziel, Sicherheit im Wandel für alle herzustellen. Der Umbau soll den Menschen nützen, dass wir auch in Zukunft gute Arbeit und sichere Arbeitsplätze haben, dass wir Wertschöpfung in Sachsen sichern. Und dennoch sehe ich natürlich die Sorgen der Menschen und der Unternehmen, die Bauwirtschaft, die gerade in der Krise steckt. Energieintensive Betriebe, die unter den hohen Energiepreisen leiden aufgrund des Angriffskriegs Russland auf die Ukraine. Deswegen setze ich mich auch weiterhin für einen Industriestrompreis ein. Wir setzen uns für die Solarindustrie ein, dass diese in Europa, in Deutschland und in Sachsen eine Chance hat. Wir stehen seit Monaten in Gesprächen mit der Bundesregierung und der EU, um auf die Zerstörung des Solarmarktes durch massive chinesische Staatssubventionen zu reagieren.
Wir unterstützen als Regierung im Freistaat Meyer-Burger auf diesem Weg. Ich hoffe sehr, dass der Bundestag jetzt schnell die Schaffung zusätzlicher Resilienzauktionen und die Einführung von Resilienzboni über das EEG beschließt, damit europäische Solarmodule eine faire Chance bekommen gegen die unfair hochsubventionierten chinesischen Produkte. Unsere Koalition hat in den vielen Krisen der vergangenen Jahre immer wieder Unternehmen geholfen und dies sehr oft erfolgreich. Danke auch an die Bundesregierung. Sachsen hat enorm von den Investitionen, von Hilfsprogrammen und Politik der Bundesregierung profitiert. Ich nenne einmal den Mindestlohn von 12 Euro. Der wird inzwischen so als selbstverständlich gesehen, dass so manche Journalist schon den Stift weglegt bei diesem Part. Aber wie wäre denn heute die Lage der Beschäftigten ohne eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 Euro? Von der Erhöhung des Mindestlohnes im Oktober 2022 haben in Sachsen 314.000 Menschen profitiert. 314.000 Menschen. Wir müssen dennoch weiter über höhere Löhne und gute Arbeitsbedingungen sprechen, denn das ist die erste Voraussetzung, um Arbeitskräfte zu binden, zu halten und zu gewinnen. Und viele Unternehmen reagieren auch hier darauf. Wir müssen das Potenzial in Sachsen heben. Wir brauchen eine gute Arbeitsmarkt-, Integrations-, Bildungs- und Sozialpolitik, etwa für Integrationsmaßnahmen und Sprachkurse oder um Schulabbrecher aufzufangen. Mit Tandem Sachsen haben wir etwa ein wirkungsvolles Instrument für die Arbeitsmarktintegration von oft alleinerziehenden Eltern und deren Kindern. Und wir haben erhebliche Fortschritte bei der Integration in Arbeit und Ausbildung gemacht. Und danke, liebe Petra Köpping, an dich und das Sozialministerium. Sie haben schnell die dringend notwendigen Integrationsstrukturen aufgebaut. Und das alles gegen enorme Widerstände. Das sind die vielen kleinen Stellschrauben, die oft nicht tagelang in der Zeitung stehen, die wir brauchen. Wir haben im April vergangenen Jahres einen Pakt zur Gewinnung internationaler Fach- und Arbeitskräfte unterzeichnet, mit mehr als 20 Partnern aus Wirtschaft und Gewerkschaften, aus Wissenschaft, Verbänden und Kommunen und der sächsischen Landespolitik. Wir stärken als SMWA die berufliche Aus- und Weiterbildung über verschiedene Programme. Und mit Kollegen Gemko haben wir als Staatsregierung zusammen mit der Wissenschaft und Praxis die duale Hochschule auf den Weg gebracht. Auch das stärkt die berufliche Bildung, weil man auch mit Oberschulabschluss und Ausbildung eben studieren kann. Vielen Dank dafür. Was klar ist, es braucht weiter politische Unterstützung für den Umstieg auf neue Geschäftsmodelle und für die Absicherung im Übergang der Transformation. Die Automobilindustrie in Sachsen ist ein gutes Beispiel. Mit den Volkswagen-Standorten in Zwickau, Chemnitz und Dresden, den Werken von Porsche und BMW in Leipzig sowie rund 780 Zulieferbetrieben ist die Automobilwirtschaft die größte Industriebranche bei uns. Gleichzeitig zeigt sich, wie kompliziert der Umstieg auf die Elektromobilität eben auch ist. Wir sehen auf der einen Seite Volkswagen. Hier verunsichert aktuell die zu geringe Nachfrage und die preiswertere Konkurrenz aus China deutsche Herstellungen und ihre Beschäftigten. Gleichzeitig werden bei BMW in Leipzig neue Schichten aufgebaut. Es werden neue Leute gebraucht und eingestellt. Es besteht hier ganz konkret die Sorge, dass Zulieferbetriebe genügend Arbeits- und Fachkräfte finden, um die höhere Produktion bei BMW mit ausreichenden Komponenten versorgen zu können. Das gute, vernetzte Miteinander der Akteure in Sachsen ist ein Standortvorteil. Wir wollen weiter, dass die Elektromobilität erfolgreich wird. Das Beispiel zeigt, wir haben einen mehrjährigen Umbau vor uns, bei dem es aber auch gehörig ruckeln kann. Vielleicht erinnern sich manche an Qimonda. Diese Firma war Teil der Erfolgsgeschichte im Aufbau Ost. Zitat: Doch nun droht der Traum von Silicon Saxony zu platzen, lautete die Schlagzeile 2009. Die Pleite des Chipherstellers Qimonda stürzt eine ganze Branche in die Krise. Zitat Ende. Heute wird Sachsen mit den neuen Investitionen zu den 5 größten Halbleiterstandorten der Welt gehören. Wer den Leuten nur Niedergangsgeschichten erzählt, wer den Leuten weismachen will, es könne alles so bleiben, wie es ist, das sind Märchen, und zwar Schauermärchen.
Es ist eher so, wir müssen vieles ändern, damit unser Wohlstand erhalten bleibt. Und wir müssen das tun mit klarem Kompass und innerer Haltung, damit Vertrauen und Sicherheit in den Wandel entsteht. Natürlich, wenn es bei uns im Osten ruckelt, wird das gleich als Niedergang interpretiert. Vielen Menschen in Ostdeutschland steckt die Erfahrung der 90er Jahre noch in den Knochen. Unternehmen und Beschäftigte erwarten daher zu Recht, dass die politischen Rahmenbedingungen funktionieren. Es braucht stabile Rahmenbedingungen. Wenn Unternehmen in Digitalisierung, Klimaneutralität und neue Produkte investieren, darf dies nicht an einem mangelnden Ausbau der Strom-, Wasserstoff- oder Breitbandnetze sowie erneuerbarer Energien und der Digitalisierung der Verwaltung oder zu viel Bürokratie scheitern. Es braucht echte Entbürokratisierungsansätze im Bund und im Land, mit denen Verwaltungsprozesse insbesondere für KMU einfacher, transparenter und nachvollziehbarer werden. Wir müssen die zahllosen Berichte, Nachweise und Aufbewahrungspflichten auf ihre Notwendigkeit hin überprüfen und verringern. Es braucht den Bau von Wohnungen, Schulen und Kitas angesichts des massiven Wachstums mancher Branchen. Es braucht den Ausbau von Schiene und Bahn, damit entlang der Bahnlinien die Großstädte stärker an die Mittelstädte und den ländlichen Raum angebunden werden. Es braucht eine starke soziale Infrastruktur, dass auch hier das Wachstum bei den Menschen ankommt. Wir brauchen einen massiven Ausbau von erneuerbaren Energien. Das erwarten die Unternehmen auch. Und dafür müssen Mittel und die rechtlichen Rahmenbedingungen im Bund und im Land bereitstehen. Ich war letzte Woche bei Ferralbi in Riesa. Diese investieren gerade 220 Millionen in ihr Werk. Die Geschäftsführung sagt ganz klar, wir wollen klimaneutralen Stahl erzeugen. Aber natürlich belasten die Energiekosten das Unternehmen. Sie sind zwar froh, dass aktuell die Stromkosten sich deutlich gesenkt sind, aber brauchen das natürlich auch dauerhaft. Sie verunsichern aber auch etwas ganz anderes. Sie warnen davor, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien im Landkreis ausgebremst werden. Nein, Windräder und Solaranlagen gefallen nicht unbedingt jedem. Aber wir brauchen sie. Es waren die energieintensiven Unternehmen vor Ort, die im Kreistag den lokalen Politikerinnen und Politikern die Notwendigkeit von erneuerbaren Energien deutlich machten, weil sonst der Standort gefährdet ist. Viele, die kritisch waren, haben deshalb auch letztendlich zugestimmt. Anders die Rechtspopulisten, ihnen sind wirtschaftspolitische Bedürfnisse egal, wenn es alternativ möglich ist, die Leute mit Pessimismus, Egoismus, Wut und Empörung zu spalten. Die Wirtschaft fordert den Ausbau, die AfD bekämpft diesen aus rein ideologischen Gründen. Die AfD will raus aus der EU, damit stünde das sächsische Exportmodell unmittelbar vor dem Kollaps. Die Rechtspopulisten arbeiten nach dem Motto, je schlechter es Sachsen geht, desto besser für die AfD. Aber unser Motto als Staatsregierung ist, wir wollen, dass es Sachsen besser geht. Wir reden Sachsen nicht schlecht. Wir sehen seine Stärken und seine Zukunft. Doch um die Leute für den Weg zu gewinnen, muss bei allem, vor allem beim Ausbau der erneuerbaren Energien gelten. Machen, aber machbar und gerecht. Deshalb wird die Staatsregierung einen Gesetzesvorschlag auf den Weg bringen, dass nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Leute vor Ort und die Kommunen von der Energiewende sehr profitieren können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können stolz und zuversichtlich sein. Unsere Unternehmen gehen die Zukunft an. Wir haben Spitzenbeschäftigte und Spitzenforschung. Globale Unternehmen kommen zu uns. Wir sehen gleichzeitig die Sorgen und komplexen Probleme. Die Staatsregierung arbeitet Stück für Stück daran, die Herausforderungen anzugehen. Zusammen. Denn bei vielen der beschriebenen Themen heißt das, zusammen an einem Strang zu ziehen. Das bleibt für alle eine große Anstrengung. Das heißt, die nächsten Jahre gut zusammenzuarbeiten, sich zusammen zwischen den Sozialpartnern, Verbänden, Betriebsräten, Kommunen, Zivilgesellschaft, der sächsischen Politik über den Stand der Transformation auszutauschen. Ich bin froh, dass der Ministerpräsident den Gewerkschaften zugesagt hat, dass wir ein solches Forum in Form eines Transformationsbeirates machen. Es geht um einen neuen Stolz, in dem wir Probleme und Herausforderungen nicht verschweigen. Lösungen in Sachsen finden, dass das Wachstum auch im Kleinen, beim Handwerk, beim Mittelstand und nicht zuletzt bei den Beschäftigten ankommt. Ich habe große Zuversicht, dass die Sachsen, dass unser Land das gemeinsam hinbekommt. Wir Sachsen können Selbstvertrauen haben. Diese ganze pessimistische Beurteilung der Zeit schadet Sachsen. Es ist unsere Pflicht, Optimist zu sein, wie Helmut Schmidt in schwierigen Zeiten einmal sagte.
Genau das sollten wir jetzt beherzigen. Glück auf. Ich danke Herrn Staatsminister Dulisch und wir kommen jetzt zur Aussprache zur Fachregierungserklärung. Folgende Redezeiten wurden für die Fraktionen festgelegt: CDU 32 Minuten, AfD 26 Minuten, Die Linke 16 Minuten, Bündnisgrüne 14 Minuten, SPD 12 Minuten und die Reihenfolge in der ersten Runde: AfD, CDU, Die Linke, Bündnisgrüne, SPD, Fraktionslose. Und das Wort ergreift für die AfD-Fraktion Herr Kollege Urban. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Die Wirtschaftsdaten für Deutschland sind schlecht und die für Sachsen sind kaum besser. Das Wirtschaftswachstum sinkt. Die Arbeitslosenzahlen in Sachsen rund 11% und die Insolvenzquoten steigen. Daher war ich schon gespannt, ob Sie heute die erfolgreiche Transformation Sachsens herbeireden oder ob Sie uns mit Durchhalteparolen auf schlechte Zeiten einstimmen werden, Herr Dulich. Sie haben jetzt den ganz großen Schwenk von der allgemeinen Wirtschaftslage über den Ausbildungsmarkt bis hin zur Ansiedlung neuer Wirtschaftszweige und Unternehmen in Sachsen gemacht. Für jeden war etwas dabei. Sie haben auch in etwa skizziert, was Sie unter dem Begriff Sicherheit im Wandel, dem Titel der Fachregierungserklärung, verstehen. Neben vielen Allgemeinplätzen waren es Klimaneutralität, Fachkräftegewinnung durch illegale Migration, Fördergelder, Subventionen, Planwirtschaft. Man konnte fast den Eindruck gewinnen, unseren Unternehmen in Sachsen geht es im Großen und Ganzen gut, es gäbe keine Probleme. Was ich in Ihrer Regierungserklärung nicht gehört habe: werden Sie sich als sächsischer Wirtschaftsminister für ein Ende der Russland-Sanktionen einsetzen? Was ich nicht gehört habe: werden Sie sich für die nationale Energiesicherheit und für niedrige Strompreise einsetzen? Das wären nämlich die Grundvoraussetzungen für eine positive wirtschaftliche Perspektive. Und lassen Sie uns kurz beim Thema Sanktionen bleiben. Ein wichtiges Thema für den Freistaat. Sachsens Wirtschaft ist stark vom Außenhandel geprägt. Im Jahr 2022 wurden Waren im Gesamtwert von rund 53 Milliarden Euro aus Sachsen in die Welt exportiert. Nur zum Vergleich, das ist der aktuelle sächsische Doppelhaushalt. Der hat nämlich auch ein Volumen von 50 Milliarden Euro. So stark ist Sachsen im Export tätig. Die wichtigsten Exportländer für Sachsen waren China und die USA. Der Wert der Ausfuhren betrug 8,7 Milliarden bzw. 5,05 Milliarden Euro in die USA. Herr Staatsminister Dulich, Sie lassen kaum eine Gelegenheit aus, die Menschenrechte und die westlichen Werte als unverhandelbar zu bezeichnen. Die Lage zwischen China und Taiwan ist derzeit extrem angespannt. Die Gefahr eines Krieges steigt. China bedroht Taiwan. In den USA fand letzte Woche die erste staatliche Hinrichtung durch den Einsatz von Stickstoff statt. Daran gab es massive internationale Kritik. Deshalb frage ich Sie jetzt ganz konkret: halten Sie diese Art der Hinrichtung mit den Menschenrechten, mit westlichen Werten vereinbar? Planen Ihre Ampelkollegen schon jetzt die ersten Sanktionen gegen China und gegen die USA? Oder fordern Sie die Einhaltung der westlichen Werte und der Menschenrechte ausschließlich von Russland? Worauf dürfen sich unsere sächsischen exportorientierten Unternehmen einstellen? Ich persönlich würde empfehlen, die wirtschaftsfeindliche Sanktionitis und die unerträgliche Doppelmoral endlich zu beenden. Stattdessen rate ich allen zur Rückkehr zu ehrlicher Diplomatie auf Augenhöhe. Eine Diplomatie, die die Menschenrechte stärkt und Sanktionen verhindert. Aber seitdem sich rot-grüne Außenminister in der Welt austoben, scheint Diplomatie ja nicht mehr das Mittel der Wahl zu sein. Ich möchte aber als sächsischer Landespolitiker die sächsischen Interessen in den Vordergrund rücken. Der Freistaat erbringt ein Drittel seiner Wirtschaftsleistung im Export.
Exporte sind eine wichtige Antriebskraft für unsere Konjunktur. Exporte schaffen und sichern Arbeitsplätze im Freistaat Sachsen. Für uns und unsere Exportwirtschaft ist die von der Ampel betriebene und von der Staatsregierung mitgetragene Sanktionitis pures Gift. Herr Staatsminister Dulich, Sie haben bei der Beendigung der Sanktionspolitik bisher komplett versagt. Und trotz der enormen Bedeutung der Exportwirtschaft für den Freistaat hinkt die sächsische Exportquote im Bundesvergleich weit hinterher, wie übrigens auch der Breitbandausbau, wie übrigens auch die Digitalisierung der Verwaltung. Das sind die Ergebnisse der Wirtschaftspolitik der SPD. Und jetzt schauen wir einmal auf die sächsische Energiepolitik. Dort sieht es nicht viel besser aus. Ich darf daran erinnern, günstige Energie aus Russland war das Öl für den sächsischen Wirtschaftsmotor und das Sahnehäubchen für unseren Lebensstandard. Dass die Verbraucher unter den hohen Energiepreisen leiden, wissen wir alle. Dass die Wirtschaft darunter leidet, haben inzwischen sogar Herr Dulich und die Grünen verstanden. Aber anstatt auf günstiges russisches Gas oder saubere, günstige Kernkraft zu setzen, wie fast alle Industrieländer der Welt, werden schmutzige LNG-Terminals an den deutschen Küsten gebaut, werden Landschaften mit Solaranlagen und Windrädern verschandelt und wenn es nach der sächsischen Landesregierung geht, dann am besten sogar noch in sächsischen Wäldern. Was sind denn die Folgen dieser Politik? Immer höhere Energiepreise, wirtschaftsfeindlich und immer mehr Umweltzerstörung. Sie, Herr Dulich, schließen in Ihren SPD-geführten Energiedebatten aber vor echten Lösungen die Augen. Sie reden lieber einem marktwirtschaftlich unsinnigen und für Sachsen nahezu nutzlosen Transformationsstrompreis das Wort. Von diesem werden dann bestenfalls sage und schreibe 0,12% aller sächsischen Unternehmen profitieren. In absoluten Zahlen von Ihrem Transformationsstrompreis würden nur 164 von 131.618 Unternehmen in Sachsen profitieren. Der Nutznießerkreis Ihrer Wasserstoffstrategie dürfte am Ende nicht größer sein. Nicht aufgrund der technischen Herausforderungen, sondern aufgrund des extrem hohen Preises dieses Energieträgers, der dann wieder nach Subventionen ruft. Sehr geehrte Damen und Herren, die Wahrheit ist doch, der Wirtschaftsminister spielt zwar wortreich den Kümmerer für den Mittelstand, dem Rückgrat der sächsischen Wirtschaft. Tatsächlich kümmern tut er sich aber nur um das oberste Promille unserer Unternehmen. Denn dort gibt es schöne Fotos und keine unbequemen Fragen. Auch wenn ich jetzt keine schönen Fotos dafür bekomme, möchte ich im Interesse unserer Wirtschaft gerne noch einmal für Folgendes werben. Erstens für den schnellen Ausbau der digitalen Infrastruktur in der Verwaltung und in öffentlichen Einrichtungen. Hier gilt es, Verfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Zweitens für mehr Ausgründungen aus sächsischen Universitäten und Hochschulen, für mehr sächsisches Risikokapital. Hier gilt es, sächsisches Know-how im Land zu halten und in Produkte und Arbeitsplätze der Zukunft zu investieren. Drittens für die Gleichstellung von Berufsausbildung und Studium. Hier gilt es, den Praktikern mit Berufsausbildung eine echte Perspektive bis hin zur Selbstständigkeit zu geben, und zwar ohne zusätzliche Qualifizierungskosten. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich bin der festen Überzeugung, das sind drei Forderungen, die unserem Mittelstand wirklich helfen, die zu Bürokratieabbau, zur Modernisierung und zur Fachkräftesicherung beitragen. Herr Dulich, Sie können als Wirtschaftsminister große Regierungserklärungen abgeben und mit dem Industriestrom 0,12% der Betriebe in Sachsen beglücken. Wenig Spaß macht es allerdings, wenn man sieht, wie die deutsche Wirtschaft im Ausland inzwischen wahrgenommen wird. Da spricht beispielsweise die britische Financial Times von einem Unfall in Zeitlupe. An diesem Unfall in Zeitlupe. Eine Zwischenfrage, Kollege Urban. Ja, bitte. Bitte. Vielen Dank. Die Gelegenheit ist günstig, Sie fragen zu können, Herr Urban, ob Sie auch ausgerechnet haben, wie viele Arbeits- und Fachkräfte Sie ja der Remigration unterwerfen wollen. Ich habe Ihr Interview bei der Jungen Freiheit mit großem Interesse gehört. Da haben Sie ja schon Pläne, wie das alles gehen kann. Sind dann auch Menschen betroffen? Wir reden ja von Wirtschaftsstandort Sachsen, Menschen betroffen, in welchen Größenordnungen, die dann, sofern sie in Verantwortung kommen sollten, remigriert werden?
Vielen Dank für die Frage. Ich habe es ja auch schon mal angesprochen, weil der Minister ist ja auch schon mal darauf eingegangen, dass die Abschiebungen und der Widerstand gegen die illegale Migration ein Problem für die Fachkräftesicherung werden. Wir wissen, dass die illegale Migration keine Lösung für unser Fachkräfteproblem ist. Wir wissen, dass ein Großteil dieser Menschen nicht die Ausbildung hat, um bei uns in der Wirtschaft vernünftig tätig sein zu können. 80% der Eingewanderten sind auch heute im Bürgergeld und nicht in Arbeit. Ja, wir sind für Fachkräftezuwanderung, aber wir möchten natürlich qualifizierte Fachkräfte zuwandern, die unsere Unternehmen am Ende auch brauchen. Denn ich erinnere noch mal dran, auch die 80% Einwanderer, die im Bürgergeld sind, müssen am Ende von irgendjemandem finanziert werden. Und das erhöht die Steuern, das macht uns als Wirtschaftsstandort unattraktiv. Wir sind das Land mit den höchsten Steuern und wir müssen die illegale Migration finanzieren. Es ist besser, wir setzen auf eine geregelte Migration, so wie das andere Industrieländer machen, dass man sich die Menschen ins Land holt, die man tatsächlich braucht, wo man auch weiß, da ist das Potenzial da zur Qualifizierung. Die kommen dann tatsächlich in den Jobs an, wo wir Bedarfe haben. Noch einmal. Die britische Financial Times spricht über die Wirtschaft von Deutschland als einem Unfall in Zeitlupe. An diesem Unfall in Zeitlupe ist auch Ihre Partei, Herr Dulich, beteiligt. Erstens durch falsche Sparmaßnahmen, zum Beispiel bei der Infrastruktur, durch grüne Klimapolitik. Ich erinnere an das Heizungsgesetz, was durchgesetzt werden soll, was unter anderem eben auch Unternehmen betrifft. Oder drittens durch den Niedergang der prestigeträchtigen deutschen Automobilindustrie, durch die Zwangsumstellung, die politisch gewollte Zwangsumstellung auf den E-Antrieb. Werte Kollegen, die Kritik kommt also nicht nur von der AfD, die Kritik an der desaströsen deutschen Wirtschaftspolitik, an der Ihre Partei, Herr Dulich, federführend beteiligt ist, kommt inzwischen sogar deutlich aus dem Ausland. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Sachsen braucht mehr als dauersubventionierte Unternehmen. Sachsen braucht mehr als wenige Leuchttürme wie TMSC. Darauf wird mein Kollege Frank Pescher noch eingehen. Sachsen braucht mehr als subventionierten Industriestrom für wenige Unternehmen. Was Sachsen braucht, ist eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik für alle, vom Handwerk bis zum Stahlwerk. Unsere Unternehmen brauchen wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen. Und das heißt eben keine ideologischen Schranken, keine Wirtschaftssanktionen, keine technologischen Denkverbote und es braucht auf alle Fälle auch keinen Wirtschaftsminister der SPD. Wir brauchen für eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik in Sachsen auch keinen Ministerpräsidenten, der jeden Tag sein Fähnchen in den Wind ausrichtet und jedem erzählt, was er hören möchte. Der alle Nase lang von einem Ende der Sanktionspolitik redet, dann aber jeden Antrag meiner Fraktion zu diesem Thema ablehnt. Der zwar Kernkraftwerke weiter laufen lassen will, aber jede Initiative meiner Fraktion dazu ablehnt. Diese Art Schaufenster- und Beliebigkeitspolitik schafft nämlich weder Vertrauen noch schafft sie Planungssicherheit. Das ist das Gegenteil einer konsistenten Wirtschaftspolitik. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Für die AfD-Fraktion hörten wir Herrn Kollegen Urban. Jetzt spricht für die CDU-Fraktion Kollege Hippold. Nee, heute nicht. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Titel und die tiefe Sinnhaftigkeit dieser Fachregierungserklärung hat mich schon ein bisschen nachdenklich gestimmt. Was ist eigentlich im tieferen Sinne damit gemeint? Geht es darum, Investitionen zu rechtfertigen oder zusätzliche Förderprogramme zu initiieren, die den sozialen Frieden sichern? Oder geht es um Umverteilung von oben nach unten? Und auch wenn Martin Dulich in seiner Rede für etwas Aufklärung gesorgt hat, möchte ich mich trotzdem einmal mit der wirtschaftlichen Großwetterlage in Deutschland und im Freistaat Sachsen beschäftigen. Und dabei, bei dieser Beschäftigung bin ich auf ein Zitat vom Chef des IFO-Instituts Clemens Füst gestoßen, was es aus meiner Sicht schön auf den Punkt bringt, der gesagt hat, zur aktuellen wirtschaftlichen Situation, wir müssen uns schon Sorgen machen. Denn Inflation, Streiks, Energiekrise, Rechtsextremismus, auch die Präsidentschaftswahlen in den USA
und dazu eine unentschlossene Bundesregierung. Die deutsche und auch sächsische Wirtschaft steht an vielen Fronten unter Druck. Ich würde es fast als einen volkswirtschaftlichen Giftmix bezeichnen. Die Wirtschaft in Sachsen ist zwar seit dem Jahr 2000 um 30% gewachsen und hat damit das zweitstärkste Wachstum unter allen deutschen Flächenländern vorzuweisen, doch seit dem Jahr 2022 stagniert unser Wachstum. Strukturwandel und eine aufdiktierte, schnelle und unkoordinierte Energiewende fordern eben ihren Tribut. Die Umstellung auf E-Mobilität ohne ausreichend Ladesäulen und ein leistungsfähiges Energienetz, strafbar vorsätzliches Abschalten von Kraftwerkskapazitäten zur Produktion von Strom und ungenügende Planungen für technische Alternativen im Wasserstoff- und Solarbereich verunsichern die Akteure in der Wirtschaft und vor allem aber auch unsere Bürger. Die Automobilindustrie in Sachsen ist in Sachsen umsatzstärkste Branche. Sie trägt mehr als ein Viertel zum Industrieumsatz und über ein Drittel zum Auslandsumsatz bei. In Sachsen sind 5 Fahrzeug- und Motorenwerke von Volkswagen, BMW und Porsche sowie rund 780 Zulieferer, Ausrüster und Dienstleister etabliert, welche insgesamt 95.000 Mitarbeiter beschäftigen. Durch die stufenweise Umstellung auf Elektrofahrzeuge steht Sachsen in einem tiefgreifenden, herausfordernden Transformationsprozess. Das haben wir in den vergangenen Sitzungen, der ein oder andere kann sich erinnern, denke ich, ausreichend debattiert. Die hier produzierten Autos finden nur schleppend Absatz und zu hohe Strompreise und die zu wenig vorhandene Ladeinfrastruktur, die permanent von uns im Doppelhaushalt als Initiativinvestition vorgesehen war, fanden leider keine Umsetzung. Heute frage ich mich, warum wird nicht auch die Leitbildfunktion dieser für uns essentiell wichtigen Branche unterstützt, indem im Kleinen Ladesäulen angebotsorientiert aufgestellt werden können. Eine solche Maßnahme gäbe dem Bürger Sicherheit, dass die Elektrifizierung unseres Automobilverkehrs nicht falsch sein kann. Aber auch unsere wichtigen Branchen wie die Mikroelektronik, die Informations- und Kommunikationsindustrie, Bahnindustrie, die Bau- und die Holzindustrie, die chemische Industrie, die Kunststoffindustrie, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrt und der Maschinenanlagenbau benötigen preislich konkurrenzfähigen Strom für das Agieren auf den Märkten Europas und in der Welt. Den Ausstieg aus Stromerzeugungstechnologien vorab auf ein Jahr zu definieren, ohne konzeptionell und planerisch den Weg beschrieben zu haben, halte ich nicht nur für gefährlich, sondern auch für dilettantisch. Und dass wir bei der Fragestellung zum Industriestrompreis, über den ja in der Debatte jetzt schon gesprochen worden ist, sehr unterschiedliche Meinungen haben, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht zu sprechen. Und natürlich geht diese Kritik speziell nach Berlin und an die Ausstiegspolitik der Bündnisgrünen. Das Ergebnis der unkoordinierten Bundespolitik macht sich langsam aber sicher bemerkbar. Wie schon anfangs erwähnt, der sächsische Arbeitsmarkt gerät zusehends unter Druck. Im Oktober wurden in Sachsen mehr Menschen entlassen als eingestellt. 8.314 Beschäftigte meldeten sich aus einer Beschäftigung arbeitslos, während nur 7.093 Arbeitslose eine Beschäftigung fanden. Nur durch Förderprogramme der Arbeitsbehörden konnte erreicht werden, dass die Zahl der Arbeitslosen zwischenzeitlich im Oktober 2023 sank. Aktuell liegt die Arbeitslosenquote nicht wie von Herrn Orban vorgetragen bei 11%, nicht bei 11%, sondern im Dezember bei 6,2% deutschlandweit und das bei 6,2% in Sachsen und deutschlandweit bei 5,7%. Das ist schon ein bisschen was anderes als 11%. Ich glaube, das sollten Sie noch mal recherchieren, Herr Orban. Aber auch die Prozesse der Digitalisierung der Arbeitswelt sowie des Privatlebens fordern das Verständnis der Gesellschaft für die derzeitige Politik auf Bundesebene, welche sich auch im Freistaat Sachsen erheblich bemerkbar macht. Daher gilt es, die vor uns liegenden Herausforderungen zumindest auf Landesebene transparenter und nachvollziehbarer zu machen. Nach dem Motto, das Geld muss erst in der Wirtschaft verdient werden und sollte vielmehr unter dem Gesichtspunkt von Vertrauen gegenüber Wirtschaft und Gesellschaft ausgegeben werden. Denn jegliche Überregulierung durch Gesetze und Vorschriften erhöht das Misstrauen in politisches Handeln. Der sächsische Mittelstand zeichnet sich vor allem durch seine Standorttreue und die Bereitschaft zur Ausbildung neuer Fachkräfte aus. Damit er weiterhin so erfolgreich agieren kann, müssen wir mittelfristig wichtige strukturelle Rahmenbedingungen seitens der Landesregierung schaffen. Gleichzeitig muss jedoch der Grundsatz der Subsidiarität gelten. Der Staat soll also auch in Zukunft nur dann in die wirtschaftlichen Belange des Freistaates eingreifen, wenn es wirklich unerlässlich ist, beziehungsweise soweit er die erforderlichen Strukturen und harten wie weichen Standortfaktoren schafft, die einem gesunden wirtschaftlichen Wachstum zugrunde liegen. Daher sollten wir uns
der vor uns liegenden Herausforderung annehmen, indem wir, und ich möchte hier nur beispielhaft einige Maßnahmen nennen, erstens Strategien zur Fach- und Führungskräftesicherung in sächsischen kleinen und mittelständischen Unternehmen intensivieren. Infolge der Ermangelung eines Patentrezepts zur Lösung der Fachkräftesicherung im Freistaat Sachsen müssen die Unternehmen zukünftig noch mehr auf diese Problematik sensibilisiert werden. Wichtigster Ansatz hierfür ist vor allem das Beibehalten des hohen Ausbildungsniveaus des sächsischen Mittelstands und konsequente berufsbegleitende Qualifizierung. Ebenso erforderlich ist die Reduktion der hohen Abbrecherquoten und die Beibehaltung und Weiterentwicklung der dualen Berufsausbildung. Zweitens, die Möglichkeiten der Unternehmensfinanzierung jenseits der Förderung durch Förderrichtlinien wie GRW oder regionalem Wachstum anbieten. Infolge der zu erwartenden Reduktion der Fördermittel seitens der öffentlichen Hand muss beim sächsischen Mittelstand das Bewusstsein über alternative Finanzierungsmöglichkeiten geschärft werden, wie zum Beispiel durch Garantien, Bürgschaften, revolvierende Fonds oder aber verstärkte Eigenmittelfinanzierung bei gleichzeitiger Akquise von Anlegerkapital, zum Beispiel durch das Auflegen von Anleihen. Drittens, Ausgliederung von allen nicht mit der Daseinsvorsorge verbundenen Leistungen an private, möglichst mittelständische Unternehmen, insbesondere systematisches Einsetzen von PPP zur Stärkung des sächsischen Mittelstandes und Verschlankung von Staat und Kommunen. Viertens, das derzeit immer noch vorhandene hohe Maß an Bürokratie belastet den sächsischen Mittelstand enorm. Es verursacht höhere Kosten, verbraucht unnötig viel Zeit und führt mittelfristig zu einem Effizienzverlust, der sich im internationalen Kontext als Wettbewerbsnachteil auswirken kann. Zudem bindet Bürokratie Ressourcen in staatliche Einrichtungen, die angesichts des demografischen Wandels in der Wirtschaft fehlen. Eine Studie des IW Köln verdeutlicht, dass insbesondere die verpflichtende Abgabe der Umsatzsteuererklärung sowie die verpflichtende Erstellung von Jahres- und Konzernabschlüssen einen besonders hohen bürokratischen Kostenaufwand verursachen. Darüber hinaus stellen weitere Vorschriften im Zusammenhang mit der allgemeinen Buchführung, der Aufbewahrung und dem Aufstellen von Rechnungen und Stichtagsinventuren eine erhebliche Belastung für die sächsische Wirtschaft dar. Nun, Bürokratie ist ein schwer messbares Phänomen. Ohne Quantifizierung kann jedoch ihr Abbau nicht nachgewiesen werden. Bürokratieabbau kann nur als Dauerprozess der kontinuierlichen Durchleuchtung vorhandener Normen angesehen werden. Allerdings geht es dabei nicht darum, auf dem Papier die Zahl der Regelungen zu vermindern, sondern den daraus entstehenden zeitlichen und finanziellen Aufwand in Verwaltung und Unternehmen wirksam zu reduzieren. Im Zuge des angestrebten Abbaus von Bürokratie ist daher auch aus diesem Grund eine Reduktion des öffentlichen Verwaltungsapparates erstrebenswert. Instrumente hierfür könnten unter anderem der vermehrte Einsatz von E-Governance-Strukturen sein. Fünftens, Beseitigung mittelstandsfeindlicher Elemente in der Energiepolitik. Nicht erst seit den letzten Monaten hat das Thema Energie und Umwelt für den sächsischen Mittelstand an Bedeutung gewonnen. Die zunehmende Verknappung der fossilen Energieträger, die mit ihrer Nutzung vorhandenen verbundenen Umweltschäden, der völlige Ausstieg aus der Atomkraft, mäßig bis fehlende Anreizsysteme für Investitionen in Aufbau der erneuerbaren Energien und die daraus resultierenden Preissteigerungen im Energiesektor durch Verknappung eigener Produktionskapazitäten beim Strom sind eine der größten wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Hinzu kommt, dass deren Planbarkeit durch verlässliche mittel- bis langfristig angelegte Rahmenbedingungen auf sich warten lassen. Für viele Unternehmen aller Unternehmensgrößen, aber insbesondere für die kleinsten bis mittleren Unternehmen des Freistaates, stellt diese Entwicklung eine Herausforderung infolge des verhältnismäßig hohen Anteils an energieintensiver Industrie im Freistaat Sachsen dar. Zwar ist die Energiepolitik, und das ist mir natürlich bewusst, letztlich nicht in Landeskompetenz, jedoch kann und sollte der Freistaat mit seinen zuständigen Fachministerien eine entsprechende Einflussmöglichkeit auf Bundesebene geltend machen. Mit der verstärkten Förderung der erneuerbaren Energien in den vergangenen Jahren sind zwar viele neue, auch mittelständische Unternehmen im Energiemarkt entstanden, da diese jedoch ausschließlich im Rahmen eines geregelten Fördersystems arbeiten, ist dies noch kein nachhaltiger Beitrag für eine mittelstandsfreundliche Politik. Insbesondere die aktuelle Entwicklung der EEG-Umlage muss dringend korrigiert werden. In diesem Zusammenhang fordere ich ein deutlich marktorientiertes Programm zur Vermeidung von potenziellen Dauersubventionen. Hinzu kommt,
dass die aktuelle Förderpolitik im EEG durch die EEG-Umlage mittelständische Unternehmen stärker belastet als Großunternehmen, da sie einerseits selten von der EEG-Umlage befreit sind, andererseits auch keine Möglichkeit haben, direkt auf dem Großhandelsmarkt von den durch die erneuerbaren Energien gesunkenen Energiepreisen zu profitieren. Des Weiteren sollte der Staat eine technologieoffene Politik fahren und keine Präferenzen für einzelne Energieträger ausrufen. Durch die Fokussierung auf einzelne erneuerbaren Energien werden Innovationen in anderen Bereichen der Energiewirtschaft gehemmt, obwohl sie zunehmende, ernstzunehmende Alternativen darstellen könnten. So nennen wären dabei unter anderem die Kraft-Wärme-Kopplung, der Ausbau von Energiespeichern oder die Elektromobilität. Daher lassen sich die Forderungen aus der Wirtschaft nur bekräftigen. Erstens, Herstellung marktwirtschaftlicher Prinzipien in der Energiewirtschaft in ihrer Gesamtheit. Zweitens, nachhaltige Kontrolle von Marktmacht und Ausschluss von Monopolisierung mit dem Ziel des Ausbaus mittelständischer Strukturen in der Energiewirtschaft. Und auch hier sollte bereits auf die Monopolstellung von Fernwärmeunternehmen hingewiesen werden. Drittens, kein Missbrauch des Mittelstandes und des Privatkunden als Zahlmeister für staatliche Experimente. Und viertens, technologieoffene Förderung und Ausrichtung an objektiven Zielen wie Primärenergieeinsatz, Schadstoffemissionen oder Volllasttauglichkeit. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Wirtschaft ohne überbordende Vorschriften und gesetzliche Regulierungen das schaffen kann. Bei unserer gesellschaftlichen Ausrichtung bin ich mir da ganz offen gesprochen nicht ganz so sicher, wenn weiterhin das volkswirtschaftliche Minimax-Prinzip um sich greift, das heißt mit minimalem Einsatz an Bildung und beruflichem Engagement und Arbeitszeit maximale Entlohnung und Freizeit zu erhalten. Wenn wir verstehen, dass die Grundlage unseres Wohlstandes die gesellschaftliche Leistungsbereitschaft ist, bin ich davon überzeugt, dass die vor uns liegenden Herausforderungen gemeistert werden können. Hierzu bedarf es natürlich dem entsprechend notwendigen politischen Weitblick. Und ich denke, da unterscheiden sich unsere Vorstellungen vielfach von denen anderer Fraktionen hier im Hohen Haus. Herzlichen Dank. Und für die Fraktion Die Linke spricht jetzt eine kurze Intervention. Herr Orban, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Kollege Hippold, ich freue mich über Ihren Redebeitrag zur Fachregierungserklärung von unserem Wirtschaftsminister. Ich habe herausgehört, dass, vielleicht habe ich es falsch gehört, dass die Energiepreise tatsächlich eines der größten Probleme sind, was unsere Unternehmen haben. Und ich habe auch herausgehört, dass Sie es gut finden würden, wenn wir wieder mehr Marktwirtschaft, marktwirtschaftliche Prinzipien in der Energiewirtschaft hätten. Das kann ich nur unterstreichen. Ich möchte aber tatsächlich an der Stelle darum bitten, dass dann Ihre Partei, wenn Sie jetzt auch für Ihre Partei und Ihre Position gesprochen haben, in Zukunft wirklich daran mitwirkt, dass wir eine stabile Energieversorgung haben. Das heißt eben auch, wenn es darum geht, den Wiedereinstieg in die Kernenergienutzung als technologieoffene Nation dann eben auch voranzubringen, dass Sie dann mitziehen und nicht wieder alles ablehnen. Ich möchte auch, dass Sie, wenn es um die Kohleverstromung geht, eben auch das einhalten, was Sie hier vorgetragen haben, dass man nicht aus was aussteigen kann, solange es keinen adäquaten Ersatz gibt zu ähnlichen Preisen. Wir diskutieren gerade in Sachsen über den Ausstieg aus der Kohleverstromung. 2030, sagt Ihr Koalitionspartner, ist Wahnsinn, auch im Hinblick auf die Energiepreise. Wollte ich noch mal darum bitten. Und das Zweite noch ganz schnell, weil mir das auch wichtig ist. Natürlich geht es nicht um 11% Arbeitslosigkeit in Sachsen, es geht um die Steigerung. Wir haben eine Steigerung von 11% zum Vorjahr und ich glaube, das habe ich auch gesagt. Danke. Und der Herr Abgeordnete Hebold. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Orban, für die Möglichkeit, noch mal darauf reagieren zu dürfen. Also die 11%, das nehmen wir erstmal mit. Ich glaube, Sie haben es anders gesagt, aber sei es drum, Sie haben es ja gerade richtig gestellt. Was die Fragestellung der Energieversorgung und die sagen wir mal, Position der CDU betrifft, sowohl hier in Sachsen als auch im Bund, denke ich, ist das relativ klar, insbesondere mit Blick auf das Thema Abschaltung von Kraftwerkskapazitäten zu einem Zeitpunkt, wo nicht genau absehbar ist, wo sich hinentwickelt. Da, glaube ich, haben wir uns ziemlich klar positioniert. Ich halte die Entscheidung für falsch, die da getroffen worden ist. Und mit Blick auf das Thema Kohleverstromung glaube ich persönlich, dass da die Macht des Faktischen eintreten wird. Insofern nicht genügend Energie zur Verfügung steht, glaube ich, wird es sehr schwierig, gegen die Regulierungsbehörden, die in der Bundesrepublik Deutschland sind, die Abschaltung vorzunehmen. Und ich finde es im Übrigen, das ist natürlich jetzt meine persönliche Meinung, da mag es sein, dass es in der CDU auch andere Meinungen gibt, finde es
Augenwischerei, im Grunde genommen Atomkraftwerke in Deutschland abzuschalten und dann Atomstrom aus anderen Ländern hinzuzukaufen. Das ist nicht ehrlich. Da müsste man wirklich eine gesellschaftliche Debatte führen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass insbesondere in den letzten Wochen und Monaten dazu schon eine Debatte sozusagen angestoßen ist, und man wird sehen, wie sich sozusagen das weiterentwickelt. So, und jetzt für die Fraktionen. Die Linke, Herr Abgeordneter Brünner, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Staatsminister Jülich, man könnte ja fast meinen, wir machen heute eine Zeitreise. Schon vor der letzten Wahl, vor fast genau 5 Jahren, haben wir exakt die gleiche Debatte geführt. 2018 stellte der Wirtschaftsminister die Ergebnisse seiner Strategiewerkstatt mit Empfehlungen für Politik, Verwaltung und Wirtschaft vor, die sich mit den Transformationsaufgaben für die sächsische Industrie befasste. Schön und gut, nur das Aufschreiben allein löst die grundlegenden Probleme aber nicht. Bis heute nicht. Es gibt weder eine umfassende Branchenstrategie, noch bedeutet die Ansiedlung von großen internationalen Firmen grundsätzliche strukturelle Fortschritte im Sinne des Aufbaus von beispielsweise Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, die wirklich einen Schritt weg von der verlängerten Bergbank wären, die wir in Sachsen immer noch in großem Maße sind. Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass sich der Wirtschaftsminister mit der Entwicklung der sächsischen Industrie befasst. Das ist ja nun schon seit 10 Jahren seine Aufgabe. Es ist allerdings auch ein Problem, wenn wir hier im Parlament viel reden, die Realität im Land dem aber nicht Schritt hält. Sie, Herr Jülich, kritisieren zu Recht, dass man die Lage im Land nicht schlechter reden sollte, als sie ist. Schlechte Laune ist kein Zukunftsmotor. Die andere Seite der Medaille ist, die Lage nicht schöner zu reden, als sie ist, denn die rosarote Brille ist auch kein Zukunftsmotor. Wir haben uns im letzten parlamentarischen Jahr in intensiven Debatten über die sächsische Wirtschaftspolitik beraten. Am 1. Juni hatten wir eine Befragung des Ministerpräsidenten zum Thema Wirtschaft. Am 5. Juli war ein Industriestrompreis das Thema der aktuellen Debatte. Am 9. November sprachen wir hier über den grünen Stahl. Am 14. Dezember sprachen wir ganz allgemein über Strukturwandel. Jetzt präsentiert der Wirtschaftsminister die Ergebnisse des Expertenrates, wo es mit der sächsischen Industrie hingehen soll und was die Aufgaben der sächsischen Regierung wären, um die anstehende Transformation zu gestalten. Der geneigte Bürger mag sich fragen, die Debatten sind ja da, nur wo bleiben die Verordnungen und Gesetze? Ich komme noch mal auf Ihre Pressemitteilung zum Erscheinen des Papiers zurück. Empfohlen werden vom Expertenrat unter anderem Investitionen in, ich zitiere, Investitionen des Staates in dringend benötigte Pflege und Ausbau von Infrastruktur. Dazu zählt der zügige Ausbau der Strom-Wasserstoff- und der Breitbandnetze, der vom Ausbau der erneuerbaren Energien und der Digitalisierung der Verwaltung begleitet wird. Für alle diese Maßnahmen müssen staatliche Mittel und Unterstützungsleistungen zeitnah und ausreichend zur Verfügung stehen. Das Problem, wenn man die erst zur Verfügung stellen muss, sind sie ja öffentlich noch nicht da oder noch nicht in Aussicht. Ich darf Ihnen das mal realpolitisch übersetzen. Sie sollen Geld in die Hand nehmen, binden sich aber mit der Investitionsbremse, die Teile der Koalition fälschlicherweise Schuldenbremse nennen, die Hände hinterm Rücken fest. Aber weiter im Text. Empfohlen wird ebenfalls ein massiver Ausbau von Wind- und Solaranlagen und der netzgebundenen Infrastruktur wie Strom- und Wasserstoffleitungen sowie Ladeinfrastruktur und Speicher. Das Ziel: Vor Ort müssen Unternehmen und Menschen von dem Ausbau stärker profitieren. Ich lasse es nicht unerwähnt, dass wir dazu sogar Gesetzentwürfe eingereicht hatten, die die Koalition allerdings auch auf Ihr Anregen hin, Herr Staatsminister, abgelehnt hat. Infrastrukturelle Voraussetzungen für Wachstum schaffen ist eben genau eigentlich die Brot- und Butteraufgabe des SMWA. Die Empfehlungen des Expertenrates klingen diesbezüglich alles andere als nach einem guten Zeugnis für das Ministerium. Wenn wir seit vielen Jahren über eine neue sächsische Industriestrategie diskutieren, heißt die Frage, wie machen wir Wirtschaft in diesem Bundesland zukunftsfest? Vieles, was Sie gesagt haben, was wir brauchen, ist ja wahr. Aber das ist die Kernaufgabe Ihres Hauses. Das Ergebnis ist, dass Ihnen nach 10 Jahren als Minister ein Expertenrat sagt, dass die basale Infrastruktur, die für die Transformation benötigt wird, nicht zur Verfügung steht. Es wäre mal an der Zeit zu sagen, Houston, wir haben ein Problem.
Verstehen Sie mich nicht falsch, es ist jederzeit richtig, eine Potenzialanalyse für die sächsische Wirtschaft anzufertigen. Mängel aufzuzeigen und auch zu zeigen, wo Dinge gut funktionieren, wo wir nachjustieren müssen, um diesen Freistaat ökonomisch voranzubringen. Gleichzeitig kann man sich bei den Schlussfolgerungen, aber auch kommt man sich vor, wie bei dem Lesen einer vor einigen Jahren erschienenen Studie, die untersuchte, warum Menschen eigentlich im Discounter einkaufen gehen. Das Ergebnis war so offensichtlich wie nicht überraschend. Es liegt am Preis. So ähnlich überraschend liest es sich, wenn wir als eines der wesentlichen Ergebnisse der vorgestellten Empfehlungen lernen dürfen, dass Sachsen große Defizite beim Ausbau der erneuerbaren Energien hat, dass wir ein Infrastrukturproblem haben, dass wir ein Fachkräfteproblem haben und dass Ansiedlungspolitik für Leuchttürme allein noch keine Wirtschaftspolitik ist. Wir haben all diese Themen hier in einzelnen Debatten auf Anregungen unterschiedlicher Fraktionen reichlich diskutiert. Man kommt nicht umhin zu vermuten, dass wir hier heute im Zusammenhang mit einer im September stattfindenden Wahl Aktivität simulieren wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Ansiedlungserfolge in der Chipindustrie sind das eine. Der Erhalt und die Transformation der Arbeitsplätze in beispielsweise der Automobil- und Stahlbranche stehen auf einem anderen Blatt. Wir sehen täglich, wie industrielle Produktion in Europa und auch in Sachsen global unter Druck gerät. Die aktuellen Ankündigungen bei Meyer-Burger in Freiberg oder SolarWatt in Dresden sind dann nur zwei Beispiele, die wahrscheinlich eher zufällig gerade aktuell im Fokus stehen. Und unabhängig davon, was die Eigenmotivation der Unternehmen dabei sind, stehen sie doch symptomatisch für die Frage, wie gut der Freistaat bei Wirtschaftsfragen tatsächlich strategisch aufgestellt ist. Wir werden ja heute noch in einer aktuellen Debatte dazu reden. Wir als Linke haben inzwischen auch einen Antrag mit konkreten Handlungsoptionen zum Thema Solar in den Geschäftsgang eingebracht. Übrigens auch das nicht zum ersten Mal, denn wenn man Zukunft will, muss man es eben auch wollen. Aber davon abgesehen, Sachsen schwebt eben nicht im luftleeren Raum. Mit dem Inflation Reduction Act in den USA und massiven Markteingriffen in China wird die Konkurrenz immer weiter verschärft. Und das betrifft alle Bereiche. Den Anstieg von Automobilexporten, gerade im Kleinwagenbereich, den Sie, Herr Dulich, sich in der Sächsischen Zeitung ja für die hiesige Produktion wünschen würden, den müssen Sie vor diesem Hintergrund erst mal schaffen. Viele fürchten eher die gegenteilige Entwicklung. Aber welche Zukunft bieten wir denn den 100.000 Beschäftigten in der sächsischen Automobilindustrie? Wir sehen, dass gerade die Zulieferbetriebe immer weiter unter Druck geraten, weil die Automobilproduzenten einerseits Produktion wieder in die eigenen Unternehmen verlagern, andererseits Produktion beispielsweise nach Ost- und Südeuropa verlagern und drittens heißt die Umstellung auf elektrische Fahrzeugantriebe auch für einige Zulieferer ihre Fertigung sehr grundsätzlich zu verändern. Wo ist die Wirtschaftsförderung, die diese Unternehmen adressiert, sie stützt, Arbeitsplätze in Sachsen hält und so einen Beitrag zur Planungssicherheit für die Beschäftigten und Unternehmen leistet? Sie wollen doch laut Ihrem Titel, dass es auch bei den Kleinen ankommt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss noch einige Worte zur Lage der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Sachsen verlieren. Die Linke sagt, Wirtschaft muss immer den Menschen dienen, nicht umgekehrt. Wer gute Arbeit leistet, muss gut entlohnt werden und anständige Arbeitsbedingungen vorführen. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, was es braucht. Das ist erstens Tarifbindung, zweitens Tarifbindung und drittens Tarifbindung. Jeder zweite Sachse und jede zweite Sächsin verbringt ihr Erwerbsleben in einem Betrieb ohne Betriebsrat und ohne Tarifbindung. Eine Wirtschaftspolitik, die dieses Problem nicht ins Zentrum setzt bzw. nur in Plenums- und Festtagsreden beschwört, verfehlt ihr Ziel. Der Freistaat selbst ist ein massiver Wirtschaftsfaktor und könnte hier über ein Vergabegesetz und Allgemeinverbindlichkeitserklärungen gegensteuern. Ich erwähne das nochmal explizit aus einem ganz aktuellen Anlass. Überall in Deutschland gehen Menschen auf die Straße, um die Demokratie gegen die Faschisten von der AfD zu verteidigen. Wie eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung kürzlich nahelegte, und dies bestätigt auch das Else-Frankweg-Brunswick-Institut, sind menschenverachtende und demokratieschädigende Einstellungsmuster bei Menschen, die in Betrieben mit Betriebsrat arbeiten, um bis zu 20% schwächer vertreten. Demokratie findet eben auch am Arbeitsplatz statt und nicht nur in der Wahlurne. Wer Mitbestimmungen in den Betrieben stärkt, stärkt auch unser demokratisches Gemeinwesen. Wenn man, liebe CDU, die Ausweitung von Arbeitnehmerrechten, Mitbestimmung und besseren Löhnen also nicht aus einem ökonomischen Grund unterstützt, dann sollte doch der Kampf um unsere Demokratie auch für Sie ein Ansporn sein, hier nicht weiter auf der Bremse zu stehen.
Das Vergabegesetz haben Sie von SPD und Grünen zwar in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt, aber die CDU stellt sich quer. Man könnte den Eindruck gewinnen, die CDU habe ihre Kernprojekte umgesetzt und nun fehlt es ihnen am Hebel. Es bleiben also zwei Möglichkeiten, warum das Vergabegesetz nicht kommt. Variante 1, Sie wollen es selbst nicht, das kann man vermutlich ausschließen, denn sonst hätten Sie es ja nicht hineinverhandelt. Aber Variante 2, der Koalitionspartner lässt Sie einfach am langen Arm verhungern und Sie sind nicht in der Lage, die im eigenen Koalitionsvertrag festgeschriebenen Projekte umzusetzen. Auch das spricht dann Bände. Das gleiche Drama erleben wir bei den Transformationsbeiräten. Hier ist durch eine Blockadehaltung der Arbeitgeber, welchen sich die CDU verpflichtet fühlt, der Freistaat keinen Schritt weitergekommen. Auch Herr Dulich, wenn Sie es nun perspektivisch wieder angekündigt haben. Dabei wäre es essentiell, dass die Beschäftigten, die Zivilgesellschaft, die Politik und die Wirtschaft gemeinsam zu Entscheidungen über die wirtschaftliche Zukunft in Unternehmen und Regionen kommen können, damit Transformation kein Elend ist, was über uns kommt und wo die AfD dagegen mobilisieren kann, weil Menschen davor Angst haben, sondern nein, dann wäre es ein demokratischer Prozess, an dem man sich beteiligen kann und in dem man Gehör findet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, kurzum, die Experten stellen fest, dass Sachsen am Scheideweg steht. Der Wirtschaftsminister stellt fest, dass Sachsen Anlauf nimmt und wir sagen, machen Sie Ihre Hausaufgaben in der Energiepolitik, in der Infrastruktur und bezüglich der Wirtschaftsförderung, bei der Pflege und der Verkehrsinfrastruktur. Wir danken den Expertinnen und Experten, die sich an der Entstellung des Papiers beteiligt haben. Wir stellen aber auch fest, dass eine Regierung, die zwar jeden Monat wirtschaftspolitische Themen ins Plenum zieht, sich in der Umsetzung aber höchstens durchwurstelt und die Elefanten im Raum gar nicht adressiert. Weder den Beschäftigten noch den Unternehmen beim Gestalten einer planungssicheren Zukunft hilft. Vielen Dank. Und für die Bündnisgrünen spricht jetzt Herr Liebscher. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Die sächsische Wirtschaft befindet sich in einem grundlegenden Umbauprozess. Hintergrund sind veränderte Anforderungen durch die Klimakrise, durch die Digitalisierung und vor allem durch die Verschiebung im globalen Wettbewerb. Öffentliche Investitionen unterstützen diesen Umbau. Sie schaffen Anreiz für Investitionen, für Innovation im privaten Bereich. Denn allein aus öffentlichen Mitteln werden wir die Transformation nicht stemmen. Die KfW gibt uns eine Faustregel. Pro Jahr müssen wir ungefähr 5% des BIP in den nachhaltigen Umbau der Gesellschaft lenken. Einiges davon geschieht bereits. Die Bundesrepublik ist zur Klimaneutralität bis 2045 verpflichtet. Wir alle verfolgen dieses Ziel aus dem gemeinsamen Wunsch heraus, unsere Kinder und Enkel ein ordentliches Leben auf dieser Welt zu ermöglichen. Und daran haben wir uns als Politik, als Gesellschaft, als Wirtschaft, daran haben sich öffentliche Investitionen zu messen. Kolleginnen und Kollegen, wir treffen derzeit Grundsatzentscheidungen, ob Kernbereiche der Industrie eine Zukunft im Freistaat haben. Wir als Bündnisgrüne möchten, dass die großen Zukunftsindustrien nicht nur in den USA oder China beheimatet sind, sondern auch hier in Europa. Wir als Bündnisgrüne haben auch diejenigen im Blick, die nicht direkt in direkter Weise von den Milliardensubventionen profitieren, denn die meisten Unternehmen müssen ohne derart hohe Zuschüsse auskommen. Da ist die Rückmeldung aus individueller Unternehmersicht erstmal naheliegend. Ich zitiere: 10 Milliarden. Wissen Sie, was ich alles damit aufbauen könnte, wenn ich 1 Million pro Arbeitsplatz bekäme? Zitat Ende. Was ich Ihnen sagen kann, es geht nicht darum, hierzulande einen eitlen Wettbewerb zu führen und die Industrieleuchttürme zu vergolden. Es handelt sich nicht um reine wirtschaftspolitische Prestigeprojekte. Vielmehr steht die gesamtwirtschaftliche Sicherheit unserer Volkswirtschaft im Fokus dieser Industriestrategie. Hieran arbeiten Land, Bund und Europa zusammen. Und dieser Effekt, will ich meinen, ist das erste klare Plus für die KMUs unseres Freistaates. Das Jahr 2022 hat die weltpolitische Gesamtlage in nicht zu unterschätzender Dramatik verändert. Die freie globale Marktwirtschaft, die für Jahrzehnte für relative stabile internationale wirtschaftliche Rahmenbedingungen sorgte, ist in Frage gestellt.
Der russische Angriffskrieg, der amerikanische Inflation Reduction Act, das Agieren Chinas, wir hörten das bei verschiedenen Sprechern schon, treffen die Wirtschaft der Bundesrepublik besonders. Denn unsere Wirtschaft ist sehr stark exportorientiert. Auch das gilt es zu bedenken. Business as usual im Wortsinn ist aufgrund dieser externen Effekte heute nicht mehr möglich. Werte Damen und Herren, ob Chipkrise, Glaubwürdigkeit oder heute die drohende Sicherheitslage im Roten Meer, globale Krisen versetzen unsere regionale Wirtschaft in ganz akute Schieflagen. Das wissen diejenigen unter uns am besten, die ihre Lieferketten zusammenhalten müssen. Diese Abhängigkeit unserer Wirtschaft wollen wir Bündnisgrüne reduzieren. Das erfordert den strategischen Aufbau all derjenigen Bereiche, die unsere wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich bestimmen werden. Die Northvolt-Ansiedlung im Norden Deutschlands ist der neueste Mosaikstein dieser Strategie. Mit 30 Milliarden ist die Investition von Intel in unserer Nachbarschaft Magdeburg die größte Einzelinvestition in der Geschichte Europas. TSMC und Partner schließen mit 10 Milliarden in Dresden an und Infineon investiert 5 Milliarden hier vor Ort. Die Ansiedlung von TSMC tut genau das. Sie festigt die Resilienz der regionalen Produktion. Die hiesige Wirtschaft wird mit Chips versorgt und wir sind uns alle einig darin, die Nachfrage nach Chips wird sich mit der Automatisierung verdoppeln oder sogar verdreifachen. Ob Fensterheber oder Entertainment, das künftige Auto braucht hunderte von Halbleitern. Profitieren werden also auch in der Breite all diejenigen ganz direkt, deren Produktion mit der Verfügbarkeit von Chips steigt oder fällt. Automobilzulieferbetriebe oder Robotik. Es gewinnen alle Bereiche der Automatisierung. Im Zeitalter von datengesteuerten Innovationen ist das ein echtes Pfund und ein Push für die internationalen Tech-Standort Sachsen. Die Halbleiterbranche ist seit Jahrzehnten schrittweise erfolgreich aufgebaut worden. Gleichermaßen benötigen andere Kernbereiche industrielle Versorgung strategischer Unterstützung. Wir brauchen eine starke Grundstoffindustrie, wir brauchen die Chemie in der Transformation, die Pharmaindustrie, wir brauchen grünen Stahl, wir brauchen eine nachhaltige Energiewirtschaft. Wir stehen jetzt ganz akut im Freistaat am Scheideweg. Wird die Solarindustrie in Sachsen, in Europa eine Zukunft haben? Kolleginnen und Kollegen, Versorgungssicherheit ist das große gemeinsame Ziel. Gleichzeitig steht am Anfang der Lieferkette sächsischer Mittelständler, die ganz besonders von der Auftragslage profitieren, die durch die Ansiedlung der Halbleiterbranche ins Land kommt. Die Kapazitäten des Mittelstandes vor Ort müssen stark ausgebaut werden, um die Nachfrage der Riesen zu decken. Bau, Anlagenbau, Fertigung, Abwasseraufbereitung seien hier nur beispielhaft genannt. All diese Unternehmen brauchen klare Perspektiven und Rahmenbedingungen, auf die sie ihre Investitionsentscheidungen aufbauen können. Die Signale sind klar zu setzen. Dekarbonisierte Produktion, Ausbau der Erneuerbaren und Investition in Wasserstoff bieten neue Sicherheit auf den Märkten. Geld zuschießen allein reicht dafür nicht. Wir müssen parallel alle Rahmenbedingungen fortentwickeln, Infrastruktur ausbauen und instandhalten, Forschung stärken, Bildung und Ausbildung stärken, Digitalisierung entschieden voranbringen, Verfahren entschlacken. Ich möchte Sie kurz mitnehmen auf eine Reise in das befreundete Japan. Einige von Ihnen mag zuletzt ein Bericht in der Wirtschaftswoche aufgefallen sein, ein Bericht aus Kikuyo, Japan. Dort hat TSMC übrigens ganz ähnlich wie hier zu vergleichbaren Konditionen in einen neuen Standort investiert. Und die Produktion soll bereits dieses Jahr beginnen. Und die Ansiedlung hat die örtliche Kleinstadt vor ganz erheblichen Herausforderungen gestellt. Ganz neue Bedarfe entstehen mit der Ansiedlung vor Ort. Bedarfe nach Fachkräften, nach Verkehrsinfrastruktur, nach Daseinsvorsorge, nach Pflege, nach Wohnraum. Wir sollten uns ganz nüchtern die Bedarfe betrachten, die große Investitionen mit sich bringen. Denn auch hier in Sachsen ist die Ansiedlung der Chipriesen kein Einzelfall. Wir stehen hier, wie so oft, vor Zielkonflikten, die es aufzulösen gilt. Es gilt aus bündnisgrüner Sicht, den Aufbau der Zukunftstechnologie hier im Freistaat strategisch zu begleiten, und zwar so, dass die regionalen Bevölkerung spürbar profitiert, dass die Lebensqualität der Sächsinnen und Sachsen spürbar steigt.
Wir als Bündnisgrüne fordern daher klar, jede Ansiedlung mit durchdachten regionalen Konzepten zu verknüpfen. Wir fordern ganz klar, zu großen Ansiedlungsprojekten spezifische Fachkräfteentwicklungsstrategien vorzulegen. Diese sind abzustimmen mit dem Aufbau öffentlicher Daseinsvorsorge, mit medizinischer Versorgung, mit Pflegekapazität, mit Wohnraum und mit Verkehrsinfrastruktur. Es gilt bei Ansiedlungen strategische Energie- und Wasserversorgungskonzepte vorzulegen, die Bedarfe der Industrie bei steigender Ressourcenknappheit in die Kreisläufe und Bedingungen vor Ort einbindet. Das gilt für Dresden, das gilt aber auch für die großen Industrieforschungsprojekte und das gilt auch für den Leipziger Nordraum. Um die Herausforderungen und die Infrastrukturausbau zu meistern, dürfen wir als Freistaat die Kommunen nicht alleine lassen. Die notwendigen Investitionen, beispielsweise in die Nahverkehrsinfrastruktur, sind gewaltig. Damit die umliegenden Ortschaften nicht im Verkehrschaos enden und die Lebensqualität für die Menschen vor Ort zu erhalten. Neben einer besser finanziellen Ausstattung des ÖPNV ganz allgemein stehen wir als Freistaat in der Verantwortung, den Kommunen auch neue Instrumente zur Finanzierung des ÖPNV an die Hand zu geben. Ein mögliches Beispiel ist die Nutznießerfinanzierung, übrigens eine seit langem in Wien und in Frankreich angewendete und gut akzeptierte Variante zur Mitfinanzierung des ÖPNV durch die Arbeitgeber. Damit Kommunen solche Finanzierungsinstrumente einführen können, müsste der Freistaat die rechtlichen Voraussetzungen zu deren Erhebung schaffen. Eines möchte ich herausstellen. Kapital arbeitet nicht, Menschen arbeiten. Wir brauchen Investitionen zur Transformation. Die SRW Metal Float in Espenhain ist ein wunderbares Beispiel dafür. Schrottrecycling, das heißt Kreislaufwirtschaft, wunderbar. Der internationale Investor, ein Recycling-Riese aus China, die Belegschaft seit 80 Tagen im Streik, den ganzen kalten Winter durch, streiken sie mal 5 Tage, das ist knallhart für alle. Diese Menschen machen lautstark klar, internationale Investitionen, ja bitte, und zwar nur mit Tarifbindung. Damit auch alle Sächsinnen und Sachsen an Investitionen teilhaben, braucht es eine starke Sozialpartnerschaft. Diese Botschaft gilt allen Investorinnen und Investoren und auch an TSMC gleichermaßen. Starke Fachkräfte erfordern starke Tarifpartner. Innovationen und Leuchttürme reichen nicht aus, um Sachsen zum international attraktiven Standort aufzubauen. Die Reputation unseres Landes, die Strahlkraft und die Wettbewerbschancen im internationalen Arbeitsmarkt verlangen vor allem eines. Jeder Mensch muss sich hier wohlfühlen. Feindbilder, neuerdings auch KI-generierte Feindbilder, wie sie durch die sächsischen Rechte gepflegt werden, schrecken die besten Köpfe ab. Rechtspopulistische Hetze drückt als finsterer Schatten auf die sächsische Strahlkraft von Innovation und Fortschritt. Wir investieren in Köpfe, lässt sich allenthalben vernehmen. Die höchste technologische Ausstattung, die beste Förderkonzepte, all das hilft uns keinen Schritt weiter, wenn die klügsten Köpfe am Bahnhof wieder umdrehen, weil sie zur Begrüßung rassistisch beschimpft werden. Die Wirtschaft im Land ist in höchster Alarmbereitschaft. Denn wirtschaftliche Entwicklung, Innovation und Forschung braucht vor allem eines, den Schutz unserer Demokratie. Jede Unternehmerin, jeder Meister, jeder Stift, jede Gewerkschafterin mag ihre eigenen Vorschläge haben, mag die Transformation für notwendig oder übereilt heißen, aber allen von uns steht dafür demokratische Parteien zur Wahl. Allen steht zur Wahl, sich einzubringen und die Wirtschaftspolitik zu gestalten. Denn die breite Mehrheit der Bevölkerung will in einem Land leben, in dem die freiheitlichen Rechte jedes Einzelnen geschützt sind. Es gibt keine wirtschaftliche und es gibt keine politische Rechtfertigung, mit Faschisten gemeinsame Sache zu machen. Und darum fordere auch ich zusammen mit Hunderttausenden auf der Straße, als Mensch, als Unternehmer, als Wirtschaftspolitiker, nie wieder Faschismus. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion, Herr Abgeordneter Hohmann.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, was haben folgende Unternehmen und Branchen gemeinsam? Riesernudeln, Vielfaltmenü, Bautzensenf, Volkswagen, generell die Metall- und Elektroindustrie, der komplette Pflegebereich, das Hotel- und Gaststättengewerbe. Alle diese Unternehmen und Branchen haben in den letzten Jahren durch gute Betriebsratsarbeit, durch starke Gewerkschaften, bessere Löhne sich herausverhandelt und manchmal auch erstreikt. Und es ist deswegen wichtig, genau wie wir als Partei der Arbeit genau an der Seite dieser Leute zu stehen, nicht weil Politik deren Löhne verhandelt, sondern weil es unsere Aufgabe ist, an der Seite der Leistungsträgerinnen und Leistungsträger zu stehen. Und die arbeiten jeden Tag in genau diesen Branchen und Unternehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dass heute die Menschen in Sachsen entschiedener als vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren sagen, ich verdiene mehr Geld, ich bin mehr wert. Das ist auch Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins unter den Arbeiterinnen und Arbeitern in diesem Land. Und das ist richtig so, denn wir werden die Fachkräfte der Zukunft nicht mit den Billiglöhnen von gestern halten können. Und deshalb ist es so wichtig, was gerade eben in Espenheim beim Unternehmen Metal Float passiert. Da geht es darum, dass der größte Schrottverwerter Deutschlands, der im Übrigen einem chinesischen Konzern gehört, der seinen Sitz auf den Cayman-Inseln hat, dass dieses Unternehmen seinen Beschäftigten endlich ordentliche Tariflöhne bezahlt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist vielleicht der wichtigste Streik, der zurzeit in Deutschland stattfindet. Der geht jetzt schon seit über 2 Monaten, weil es auch um die Frage geht, ob wir es in Deutschland schaffen, unsere Standards, gute Arbeit zu verteidigen. Weil was nicht sein kann, ist, dass wir deutsche Gewinne nach China oder auf die Caymans exportieren und gleichzeitig chinesische Arbeitsverhältnisse nach Deutschland exportieren. Hier muss es ein Stoppzeichen geben. Und deshalb ist dieser Streik in Espenheim so wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Löhne in den letzten Jahren in Sachsen sind gestiegen wie nirgendwo sonst, nämlich um 16%. Das ist ein Verdienst des Mindestlohns, den wir als SPD durchgesetzt haben, während andere Parteien wie die AfD sich in die Büsche geschlagen hat. Und es hat nicht nur dazu geführt, dass über 314.000 Menschen in Sachsen einen höheren Mindestlohn erhalten, sondern es hat sich das Gesamttarifgefüge in Sachsen nach oben entwickelt. Also die Leute, die vorher 12 Euro verdient haben, die bekommen jetzt 14. Und die Leute, die vorher 14 bekommen haben, bekommen jetzt 16. Und das ist auch richtig so, weil es kann nicht sein, dass Menschen von ihrer eigenen Arbeit nicht leben können. Es kann nicht sein, dass an dieser Stelle wir glauben, die Fachkräfte der Zukunft gewinnen zu können, ohne sie gut entlohnen zu wollen. Und deshalb sagen wir auch als Sozialdemokratie ganz klar, Mindestlöhne sind nur das Mindeste. Das, was wir brauchen, sind mehr Tariflöhne, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb sind wir auf europäischer Ebene dabei, mit einer Rahmenrichtlinie dafür zu sorgen, dass wir dann daraus folgende nationale Aktionspläne zur Erhöhung der Tarifbindung aufstellen. Und das ist ein großer Verdienst. Und wenn wir uns dann mal den Sachsenmonitor, vornehmen, dann sehen wir, dass 2/3 der Sachsen sich ungerecht behandelt fühlen. Und wenn man dann anguckt, warum, dann liegt es daran, dass als wichtigster Grund angeführt wird, dass es auch 33 Jahre nach der deutschen Einheit unterschiedliche Löhne zwischen Ost und West gibt. Und das ist eine Sache, die sollten wir in den Blick nehmen, weil ich glaube, bin der festen Überzeugung, dass wir die Spaltung, die wir in diesem Land erleben, nicht überwinden können, wenn wir nicht endlich dafür sorgen, dass die Arbeitsleistung, die Lebensleistung der Menschen in Ostdeutschland genauso gewürdigt und das heißt auch bezahlt wird, wie die der westdeutschen Kolleginnen und Kollegen. Das mag keine hinreichende, aber es ist eine notwendige Bedingung sein. Ohne mehr Gerechtigkeit führen wir diese Gesellschaft nicht zusammen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir in Sachsen uns nicht klein machen. Wir haben eine starke Wirtschaft. Und ich glaube, es ist auch klug für eine CDU, die ja immerhin seit 1990 hier regiert, wenn sie auch das Gute und Geschaffene in diesem Land sieht und dieses Land nicht schlecht redet.
Und es ist klar, dass die Wirtschaft der Zukunft, der Wettbewerb der Zukunft, der wird sich nicht um Löhne drehen können. Die Niedriglohnstrategie der 90er Jahre ist gescheitert. Sondern der Wettbewerb der Zukunft wird darum gehen, wer baut das beste Produkt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir es gerade eben gemeinsam geschafft haben, Sachsen auf die wirtschaftliche Weltkarte zu setzen, als eine der Regionen, in denen es sich lohnt, gerade in Zukunftsindustrien zu investieren. Wir haben das erlebt im Halbleiter, im Wasserstoff, bei den Elektroautos. Und das will ich noch mal sagen, die Investitionen, die jetzt ja im Gesamtumfang von 30 Milliarden kommen, sind eben das Ergebnis einer klaren Zukunftsstrategie. Und diese Bundesregierung, es wird ja viel gemeckert, aber das muss man ihr zugutehalten, ist die erste Bundesregierung, die eine nachhaltige und erfolgreiche Industriestrategie für Ostdeutschland hat. Und die Investitionen in den Halbleiterstandort sind genau Ausdruck davon. Und deshalb, Herr Vogt, lassen Sie es mich auch noch mal für Sie sagen. Ich glaube, wir alle wissen, dass von den Subventionen, die diese Investitionen möglich machen, dass das Investitionen und Subventionen sind, die der Bund zur Verfügung stellt. Nicht Sie als CDU und leider auch nicht der Freistaat. Und genau das ist der entscheidende Punkt, den wir an der Stelle auch noch mal in den Mittelpunkt stellen müssen. Wir erleben gerade im Bund und im Übrigen auch im Land, wie die Schuldenbremse zu einer Fortschrittsbremse wird. Und da sind sich inzwischen ja nicht nur die Sozialdemokraten einig, sondern da sind sich ja inzwischen auch die Wirtschaftsverbände und viele Unternehmen einig. Wir bekommen jetzt die ersten Briefe, wo gesagt wird, Leute, diese Schuldenbremse funktioniert nicht, wenn sie Zukunft verhindert. Es gibt inzwischen, selbst die neoliberalen Wissenschaftler in diesem Land sagen, dass das sächsische Modell einer Schuldenbremse unklug ist, dass sie wirtschaftlich unvernünftig ist. Und deshalb dürfen wir eben nicht nur auf Berlin gucken. Ja, da müssen Dinge besser gemacht werden. Aber wir dürfen uns doch nicht klein machen. Wir haben doch unser eigenes Schicksal selber in der Hand, wenn wir die richtigen politischen Schritte auch in Sachsen schaffen. Und deshalb ist es notwendig, dass wir eine nachhaltige und im Übrigen finde ich auch über Legislaturperiode übergreifende Investitionsstrategie für dieses Land brauchen. Wir als SPD nennen das den Sachsenfonds, weil eins ist das Gebot der Stunde. Viele Unternehmen sagen, auch im persönlichen Gespräch, wir verstehen, dass wir uns verändern müssen. Aber das, was uns bitte gibt, ist Planungssicherheit, eine klare Orientierung. Wir wollen wissen, womit wir in 1, 2, 3 Jahren rechnen müssen. Und wenn man kritisiert, dass die Ampel das an manchen Stellen nicht schafft, dann ist diese Kritik nicht falsch. Nur Sie als CDU schaffen es mit Ihrem Finanzminister eben in Sachsen auch nicht. Und deshalb sollte man mit der Kritik etwas vorsichtig sein. Das heißt also, entschiedenes Handeln ist das Gebot der Stunde. Entschiedenes Handeln gibt Orientierung und Sicherheit. Und entschiedenes Handeln ermöglicht eben, dass wir die Zukunftschancen, die wir hier in Sachsen haben, auch nutzen. Der beste Weg, dass es in diesem Land abwärts geht, ist, wenn wir nichts tun. Wer behauptet, es könne alles so bleiben, wie es ist, der wird dieses Land in den wirtschaftlichen Niedergang führen, sondern wir müssen unsere Hausaufgaben selber machen, auch in Sachsen. Das bedeutet auch, und das wurde hier an vielen Stellen angesprochen, dass wir in der Energiepolitik gucken müssen, was Schlaues. Und wir dürfen nicht den gleichen Fehler wiederholen, wie es die Merkel-Regierung 2011 gemacht hat, nämlich nachvollziehbarerweise aus der Kernenergie auszusteigen, ist damals beschlossen worden, oder aber anschließend jeden Ausbau der erneuerbaren Energien zu verhindern. Das war ein Fehler. Und den wird diese Koalition nicht wiederholen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das bedeutet... Starten Sie eine Zwischenfrage, ja. Herr Hohmann. Sehr gerne. Also, Frau Präsidentin, lieber Kollege Hohmann, vielen Dank für die Möglichkeit einer Zwischenfrage. Ist Ihnen bewusst, dass der Ausstieg aus der Kernenergie, der zum damaligen Zeitpunkt von 90% der Bevölkerung übrigens für gut empfand, unter der Voraussetzung beschlossen wurde, mit der Übergangszeit bis zu den Erneuerbaren über Gaskraftwerke abzusichern, damit man grundlastfähig ist? Ist Ihnen das bewusst? Ja, natürlich. Wir waren uns einig darin, dass dass Gaskraftwerke die Übergangstechnologie sind. So, nur man muss eben zur Wahrheit auch sagen, dass sie nichts dafür getan haben, dass die erneuerbaren Energien in diesem Land schnell genug ausgebaut werden. Und der Blick nach Sachsen, und das ist ja die Kontinuität, der Blick nach Sachsen
zeigt ja, an wem das liegt. Der erneuerbare Ausbau in Sachsen, in Deutschland hat gestockt, solange sie regiert haben. Und auch Sachsen ist nach wie vor alles andere als in der Spitzengruppe des Ausbaus erneuerbarer Energien. Und in dem Zusammenhang empfehle ich uns übrigens eine Entmoralisierung. Wissen Sie, weil das wird nirgendwo so deutlich wie bei Windrädern. Es gibt einige Menschen in diesem Land, die fordern, dass man Windräder total toll und schön findet. Und es gibt andere Vertreter, die sagen, man müsste Windräder, da muss man doch sauer werden, wenn man die sieht. Wissen Sie, ich finde, beides sind keine Kategorien. Wie wäre es denn mal mit einer Mittelposition, und zwar einer vernünftigen? Ich zum Beispiel, ich finde Windräder nicht schön, aber ich verstehe, dass wir sie brauchen, wenn wir die Zukunft der Wirtschaft hier in Sachsen haben wollen. Und das wäre doch mal eine vernünftige Herangehensweise auch an die Diskussion um Windräder. Bei aller Kritik an der CDU, meine sehr geehrten Damen und Herren, den wirtschaftlich verrücktesten Vorschlag kommt wie immer aus der AfD. Wir durften ja letzte Woche erleben, dass die AfD jetzt vorschlägt, dass Deutschland darüber nachdenken müsste, aus der Europäischen Union auszusteigen. Und dazu möchte ich gerne noch zwei, drei Gedanken äußern. Herr Obern hat ja richtigerweise gesagt, dass Sachsen im Jahr Produkte im Wert von 50 Milliarden Euro exportiert und die Hälfte geht in die Europäische Union. Wenn man nach britischem Vorbild aus der Europäischen Union aussteigt, dann bedeutet das, dass diese Exporte in dieser Form nicht mehr möglich sind. Und das bedeutet einen Totalschaden für die sächsische Wirtschaft. Das bedeutet, dass in diesem Land schlagartig wieder hunderttausende Menschen arbeitslos werden. Wer ernsthaft vorschlägt, dass wir aus der Europäischen Union aussteigen, der führt Sachsen zurück in die Massenarbeitslosigkeit der 90er Jahre. Und deshalb werden Sie von allen anderen in diesem Haus an dieser Stelle entschieden in Widerspruch halten. Und besonders deutlich wird Ihre Milchmädchenrechnung, wenn Sie dann darüber sprechen, man könne ja stattdessen mit den Russen wieder Geschäfte machen. Ich habe es nur mal rausgesucht. Das Außenhandelsvolumen mit Russland hat selbst in den besten Jahren die 250 Millionen Euro-Marke nur wenig überschritten. Das bedeutet, das, was wir mit Europa im europäischen Binnenmarkt exportieren, ist das 100-fache von dem, was wir selbst in den besten Zeiten mit Russland verhandelt haben. Deshalb an dieser Stelle, Sie sind im Grunde genommen, ist das wirklich Ihre Vorschläge, das ist Wirtschaftspolitik aus der Hölle. Ich glaube, anders kann man das nicht sagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte deshalb gerne zum Schluss kommen. Wir wissen, dass viele Menschen in diesem Land verunsichert sind. Und wir nehmen das natürlich sehr, sehr ernst. Nur meckern hilft nicht. Nichts tun hilft nicht, sondern das, was hilft, ist Orientierung geben, in die Zukunft investieren, dafür zu sorgen, dass die Veränderungsprozesse gerecht sind. Und genau das ist unser Ansatz. Vielen Dank. Eine Kurzintervention sicherlich. Bitte. Ja, Frau Präsidentin, herzlichen Dank. Ich möchte gerne etwas ergänzen, was mir gefehlt hat. Es geht um die Unternehmen, die nicht im Tarif sind, die jeden Tag arbeiten, wo die Chefs sich Gedanken machen, jeden Monat pünktlich die Löhne zu bezahlen, die Auftragslage auf der Höhe zu halten, auch in diesen schwierigen Zeiten, sich nicht verführen zu lassen, teilweise in staatliche Abhängigkeit zu kommen, weil dann kann man auch verlassen sein, wenn der Staat jetzt Schwierigkeiten bekommt. Und die, die sich da täglich Gedanken machen, die Achtung vor denen, die im Handwerk, auf Bauernhöfen und so weiter hier ihre Betriebe mit ihren Mitarbeitern auch durchs Leben kommen, wo man sich auch anstrengt, miteinander bis zur Rente zu kommen. Diese Achtung vor diesen ganzen vielen hier in Sachsen auch, die hat mir gefehlt. Danke. Herr Hohmann, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Das ist ein richtiger Hinweis, der hier vom Kollegen Böhme kommt, sozusagen, dass diese Wertschätzung auch aus Ihrer Fraktion bisher nicht geäußert wurde. Deshalb will ich an der Stelle sozusagen diese Fehlstelle gerne füllen, selbstverständlich. Die Leute, die in diesem Land Verantwortung in Unternehmen übernehmen, die als Chefs arbeiten, als Handwerker, als Unternehmer, die haben selbstverständlich unseren höchsten Respekt. Das, ob mit Tarif oder ohne Tarif. Nur wichtig ist, dass sie ordentlich bezahlen und mit ihren Leuten ordentlich umgehen. Das ist das Entscheidende.
Dafür braucht es seit über 160 Jahren eine SPD, weil wenn man mal überlegt, sozusagen, wo dieses Land vor 160 Jahren stand, da gab es 12-Stunden-Tage, jeden Tag sind Menschen auf Arbeit gestorben, es gab Kinderarbeit und das ist auf dem langen Weg eine der großen historischen Erfolge der Sozialdemokratie. Zum Glück nicht nur uns, sondern viele kämpfen mit uns da gemeinsam. So, deshalb lassen Sie mich an der Stelle noch mal sagen, es braucht beides in einer funktionierenden Wirtschaft. Nämlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die die Arbeit machen, die jeden Tag fleißig auf Arbeit gehen. Und es gehört auch Unternehmerinnen und Unternehmer dazu, die sich ihrer sozialen, ökonomischen und auch ökologischen Verantwortung gerecht sind. Auf diesem Weg müssen wir uns bewegen und das ist auch der Ansatz der Sozialdemokratie. Vielen Dank. Herr Obern, auch eine Kurzintervention. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Hohmann, ich möchte zwei Dinge richtigstellen, die jetzt in Ihrem Redebeitrag aufgetaucht sind. Das waren wieder Vorwürfe gegenüber meiner Partei. Die EU ist für uns wirtschaftlich nicht nur gut. Ich erinnere an Dinge wie das Lieferkettengesetz, ich erinnere an Vorgaben zur Energieeinsparung, zur Heizung. Sie beschränkt unsere Unternehmen in vielen Bereichen, ohne dass wir darauf gesetzgeberisch noch Einfluss nehmen können. Das schwächt uns insgesamt als Industriestandort in der Wettbewerbsfähigkeit international. Ich erinnere an Länder wie Norwegen und die Schweiz, die nicht in der EU sind, vernünftig Assoziierungsabkommen haben und trotzdem wirtschaftlich prosperieren. Ich erinnere an die EWG, an den Wirtschaftsraum, wo der wirtschaftliche Austausch problemlos möglich war, ohne dass man davon Nachteile gehabt hat. Und genau das ist unsere Vorstellung von einer zukünftigen europäischen Gemeinschaft. Keine Beeinflussung, keine Benachteiligung unserer Wirtschaft durch Brüssel. Und aber die Freiheit der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Das Zweite ist, Sie haben da mal darauf verwiesen, ich hatte die Sanktionspolitik ja kritisiert, die ja von allen Parteien, also uns, mitgetragen wird gegenüber Russland. Und selbstverständlich ist es ein Ablenkungsmanöver, auf diese Exportzahlen zu verweisen. Ja, die Exportzahlen aus Sachsen sind natürlich nicht so bedeutend gewesen wie die Exportzahlen in unsere europäischen Nachbarländer, nach China und anderen Ländern. Trotzdem sind durch die Sanktionen auch in Sachsen mehrere tausend Arbeitsplätze verloren gegangen. Das Wichtige an der Sanktionspolitik, worüber wir heute reden müssen, über unsere wirtschaftliche Situation in ganz Deutschland, sind die Energieimporte aus Russland. Das wissen Sie auch, aber darüber wollen Sie nicht so gerne reden. Der Wegfall dieser billigen Energie, den andere Länder übrigens nicht machen, ja, bloß mal darauf hingewiesen, Österreich importiert Gas, Ungarn importiert Gas, das treibt die Energiepreise in die Höhe und das führt dazu, dass unsere Unternehmen in vielen Bereichen eben nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Das teure LNG-Gas, was mittlerweile auch unzuverlässig ist, ist kein adäquater Ersatz. Und dort kritisieren wir und an dieser Stelle kritisieren wir die Sanktionspolitik. Das macht es für unsere Wirtschaft, für unsere Unternehmen schwer. Der Export ist ein kleineres Problem, das ist eine Ablenkungsdiskussion. Herr Hohmann. Ja, ich will an dieser Stelle noch mal sagen, Alice Weidel hat eben nicht nur über einzelne Maßnahmen gesprochen der Europäischen Union. Da kann man Sicherheit über Sinn und Unsinn sagen. Ich finde auch, dass die Europäische Union jetzt nicht nur Dinge verbietet, die schädlich sind, sondern ich finde zum Beispiel das Verbot von Kinderarbeit durch die Europäische Union durchaus auch sinnvoll. Mich würde interessieren, wie Sie darüber denken. Und deshalb, Frau Weidel sagt ganz klar, der britische Dexit ist das Modell für Deutschland. Und der britische und der Dexit nach dem Vorbild von Großbritannien wäre der wirtschaftliche Niedergang Deutschlands. Wir sind die größte und wirtschaftlich stärkste Macht in Europa. Wir profitieren vom europäischen Binnenmarkt stärker als alle anderen. Und deshalb ist Ihr Vorschlag Wirtschaftspolitik aus der Hölle. Und zum zweiten Punkt. Ich finde das ja ganz interessant, sozusagen, wie Sie das hier darstellen mit den Energieexporten. Wir müssen nur eine Sache feststellen. Wladimir Putin, der ja zu Ihrer Partei in freundschaftlichen Verhältnissen steht, ist es der, naja, es gibt da ja Kooperationsabkommen, habe ich gehört. Also Ihr Wladimir Putin hat ja Deutschland das Gas abgestellt, nicht umgekehrt. Und das will ich nur der Vollständigkeit halber nochmal sagen, weil Sie das immer vergessen. Sie lassen das nämlich gerne weg, weil Ihr Freund Wladimir Putin versucht mit dieser Politik Deutschland ökonomisch unter Druck zu setzen, damit wir die Ukraine nicht weiter unterstützen. Das heißt, er ist verantwortlich für die steigenden Energiepreise. Nur weil wir uns an das Völkerrecht halten, das interessiert Sie nicht. Aber das ist nun mal der Umstand, mit dem wir es zu tun haben. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns über die Dinge so sprechen, wie sie sind.
Das bedeutet, Russland hat diesen Krieg angefangen. Russland versucht, Europa und auch Deutschland zu destabilisieren. Und deshalb ist es an dieser Stelle auch klar, sozusagen, wer hier der Feind ist. Dass Sie auf der Seite des Gegners von Deutschland stehen, sagt sehr viel über Ihren Patriotismus aus. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, wir gehen jetzt in die nächste Runde und es beginnt wieder die AfD-Fraktion mit Herrn Abgeordneten Peschel. Werte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, Herr Hohmann, zu Beginn meiner Rede ganz kurz, Sie sagten, wir hätten einen Exportanteil von 250 Millionen Euro. Wir haben gerade mal nachgeschaut, das ist ab nach Russland. Das ist falsch, möchte Sie korrigieren. Wir hatten 2011 einen Export nach Russland von 35 Milliarden Euro und im Jahr 2022 hat Deutschland noch 14 Milliarden exportiert. Er hat von Deutschland gesprochen. So, aber am Montag erhielt Wirtschaftsminister Dulich den Abschlussbericht eines Expertenrates zur sächsischen Wirtschaft und das Ergebnis sagt, Sachsens Wirtschaft steht am Scheideweg. Positiv in diesem Bericht wird erwähnt die Entwicklung des Halbleiterstandortes hier in Sachsen, ganz speziell in Dresden. Ein zentrales Wort war Machbarkeit. Machbarkeit müsse ein zentrales Kriterium sein, auch für die Staatsregierung. Und ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, irgendwelche Ideologieprojekte voranzutreiben, sondern es muss das Wort Machbarkeit auch hier die Bedeutung haben und umgesetzt werden können. Weil Sie alle auf der AfD rumhacken und wir wären so rechtsextrem und würden hier zu einer Benachteiligung der sächsischen Wirtschaft beitragen, das ist absoluter Blödsinn. Auch in diesem Bericht kommt das ganz deutlich zum Ausdruck. Das heißt, die Ausgrenzungsstrategie bestimmter Parteien müsse man überdenken. Das sagt Joachim Ragnitz, Vizechef des Dresdner IFO-Institutes und ebenfalls Mitglied des Expertenrates. So, und werte Abgeordnete, vor wenigen Tagen veröffentlichte das Statistische Landesamt die aktuellen Zahlen zur sächsischen Wirtschaft und sie sind extrem schlecht. Der Umsatz der Industrie sinkt. Besonders sind die Rückgänge in der Chemie zu verzeichnen und in der Metallerzeugung und in der Metallbearbeitung. Das Auslandsgeschäft zeigt einen überdurchschnittlichen Umsatzeinbruch von 10% in Sachsen. Deutschlandweit beträgt es bloß bei -2%. Die Baubranche, das wurde auch hier angesprochen, genauso wie der Handel, die Automobilzulieferindustrie, der Dienstleistungssektor klagen und das völlig zu Recht über schlechte wirtschaftliche Aussichten. Mit einem Satz: Die Wirtschaftsleistung in Sachsen sinkt, weil die Unternehmen keine klare Linie in der Wirtschaftspolitik erkennen. Und werter Herr Dulich, Sie sind sächsischer Wirtschaftsminister, zumindest vom Titel her. Mir ist aber nicht bekannt, dass Sie sich hier im Landtag für den Abbau von Vorschriften stark gemacht hätten, dass Sie irgendwas zu Steuersenkungen gesagt hätten, dass Sie überhaupt etwas in Sachen Bürokratieabbau in diesem Land, entweder auf Landesebene oder auf Bundesebene, dass Sie sich da stark gemacht hätten. Das sind alles notwendige Maßnahmen, damit unsere sächsische Wirtschaft Wettbewerbsvorteile bekommt. Und von diesen Sachen haben Sie kein einziges Wort heute bei Ihrer Fachregierungserklärung gesagt. Vielmehr fallen immer die Begriffe, wir brauchen einen höheren Mindestlohn, wir brauchen Anerkennung, wir brauchen soziale Gerechtigkeit, Lohngerechtigkeit und Respekt. Und ganz ehrlich, Herr Dulich, das sind Worte eines Gewerkschafters, aber nicht eines Wirtschaftsministers. Wir brauchen, da wiederhole ich mich gerne, wir brauchen hier in Sachsen optimale Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Wir müssen für Wettbewerbsvorteile sorgen, damit unsere Wirtschaft wächst, damit Unternehmen sich hier ansiedeln, damit neue Arbeitsplätze entstehen können. Und das, Herr Dulich, das ist Ihre Aufgabe als Wirtschaftsminister und hier nicht den verlängerten Arm der Gewerkschaften zu spielen. Möchte ich aber auf das Punkt. Nun muss man nicht. Also, werte Abgeordnete, es gibt auch was Positives und das war in diesem Bericht zu vernehmen. Das ist die Ansiedlung des taiwanesischen Chipherstellers TSMC. Das wird den Halbleiterstandort Sachsen stärken und er wird sich da auch weiter positiv entwickeln. Auch wir von der AfD finden die Ansiedlung richtig, auch wenn sie teuer erkauft wurde.
Und wenn wir es jetzt noch darüber hinaus schaffen, Unternehmen in Sachsen anzusiedeln, die hier vielleicht Medikamente produzieren oder unsere Automobilzulieferer stärken und da neue Arbeitsplätze schaffen oder vielleicht sogar irgendwann einen Kernkraftwerksbetreiber hier in Sachsen bekommen. Aber das wäre ja dann schon fast AfD-Politik. Ne? So weit wollen wir noch gar nicht denken. Deswegen nochmal ganz kurz zurück. Das war ja auch Ihre Sache. Wie nehmen die Großen die Kleinen mit und wie können Kleine bei den Großen mitgenommen werden? Und da sehen wir alleine bei der Großansiedlung schon einige große Probleme. Unser Fraktionsvorsitzender Jürg Urban hat es bereits angedeutet. Wir brauchen in Sachsen keine Leuchtturmprojekte, sondern wir müssen alle auch in der Fläche mitnehmen. Und so wie Sie an die Sache rangehen mit TSMC, sieht man ja schon, dass Sie wieder scheitern. Und das möchte ich gerne an einigen Beispielen Ihnen verdeutlichen. Der Speckgürtel wird mit dieser Ansiedlung von Dresden wird wesentlich größer, das ist zu befürworten. Der Expertenrat sagt, wir können mit einem Zuzug von ungefähr 20.000 Menschen hier in der Region rechnen. Gleichzeitig, das ist das Riesenproblem, was Sie nicht angehen, brauchen wir infolge der Ansiedlung den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Und selbst da haben wir schon Probleme, das Zukunftskonzept S-Bahn Nord, die S7 von Dresden nach Königsbrück voranzutreiben. Da ist ja kaum Fortschritt erkennbar. Und sehr geehrter Herr Wirtschaftsminister Dulich, Sie weigern sich, den Ausbau der A4 mit Strukturmitteln voranzutreiben. Die Elektrifizierung der Bahnstrecke Dresden-Bautzen-Görlitz steht in den Sternen. Von der Elektrifizierung der Bahnstrecke Bischofswerda nach Zittau wird schon überhaupt nicht mehr gesprochen. Und jetzt frage ich Sie, weil Sie immer von Weltoffenheit reden, ist es doch nicht undenkbar, dass Polen aus Niederschlesien oder Tschechen aus Liberec nach Dresden zum Arbeiten fahren. Aber mit Ihrer Wirtschaftspolitik, die sehr feindlich ist, weil wir nichts in Infrastruktur investieren, wir werden diese Maßnahmen nicht gelingen. Des Weiteren brauchen wir Schulen und Kindergärten. Auch hier ist im Umfeld der Neuansiedlung von TSMC wenig erkennbar. Es mangelt insgesamt an Infrastruktur und genau diese Punkte wurden auch im Abschlussbericht veröffentlicht und angesprochen. Wir brauchen Gewerbeflächen für die Ansiedlung. Und bei allem, was recht ist, das unschöne Schauspiel um den Gewerbepark an der Radeburger Straße zeigt doch, dass es der Staatsregierung bisher nicht gelungen ist, den Mittelstand da mitzunehmen. Für alle, die da nie involviert sind, es geht darum, dass 30 Unternehmen für die Ansiedlung von TSMC den Platz, die Gewerbeflächen räumen sollen. Und weder das SMWA noch die Staatskanzlei scheinen sich hier irgendwie an einer Lösung beteiligen zu wollen beziehungsweise eigene Lösungsvorschläge zu entwickeln. Und Herr Dulich, das ist ein ganz konkretes Beispiel dafür, dass große Investitionen in Sachsen gerade nicht bei den Kleinen ankommen und auch nie mitgenommen werden. Und da muss man Abhilfe leisten. Das ist Ihre Aufgabe. Und für mich persönlich stellt sich die Frage, warum muss ein Weltkonzern wie TSMC, die im Jahr rund 76 Milliarden Euro Umsatz machen, warum muss denen die Ansiedlung nach Dresden mit 5 Milliarden versüßt werden? Das Unternehmen hat einen Börsenwert von 500 Milliarden Euro und macht einen Gewinn von 29 Milliarden. Weil die Marktwirtschaft weitgehend außer Kraft gesetzt wird, weil Investitionen sich in einem Hochkostenland wie Deutschland als sehr risikoreich erweisen. Und im ungünstigsten Falle sind die ganzen Investitionen im Vornherein unrentabel. Und diesen Missstand, das betrifft wiederum alle Unternehmen in Sachsen. Und wir sind durch diese feindliche Industriepolitik in Deutschland in einer Situation gelandet, das wurde auch von anderen Kollegen angesprochen, in der die Produktionskosten, hauptsächlich die Energiepreise, die internationale Wettbewerbsfähigkeit für unsere Unternehmen massiv einschränken. Und in einer Situation, in der die EU-Taxonomie marktwirtschaftliche Ordnungsprinzipien komplett aushebelt, weil unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit nicht mehr die Ressourcenknappheit oder damit das Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen, sondern ideologische Moralvorstellungen immer mehr in den Markt eingreifen, kommen wir in eine Situation, dass immer mehr hier Planwirtschaft und Staatswirtschaft in unsere Wirtschaft Einfluss nehmen und damit auch massiv den freien Wettbewerb begrenzen. Gelder werden in Unternehmen und Branchen gelenkt, die sich am
Klimaschutz, am Klimawandel oder der Vermeidung von Verschmutzung und sogenannten nachhaltigen Produkten ausrichten. Das, was der Markt braucht, findet überhaupt nie mehr statt. In einer Situation, in der die Bürokratie wie das Lieferkettengesetz unternehmerische Entscheidungen unkalkulierbar machen. Und das Lieferkettengesetz, das ist ein Gesetz, was die SPD ohne Rücksicht auf Verluste durch Bundesrat und Bundestag gepeitscht hat. Ein Gesetz, das die SPD feiert, weil Deutschland damit das stärkste Lieferkettengesetz in Europa hat. Für den sächsischen Mittelstand ab 1000 Mitarbeitern bedeutet das stärkste Lieferkettengesetz Europa Folgendes: umfangreiche Sorgfaltspflichten zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt in der gesamten Lieferkette. Umfangreiche Berichtspflichten und intensive Kontrollen. Im schlimmsten Falle werden sogar Zwangsmaßnahmen und Sanktionen angedroht. Und wer jetzt denkt, dass das Lieferkettengesetz Unternehmen nur ab 1000 Mitarbeitern betrifft, der hat sich da geirrt, denn es ist nur die halbe Wahrheit. Denn die Pflichten werden üblicherweise entlang der gesamten Lieferkette auch den kleineren und mittleren Unternehmen weitergereicht. Und das ist rechtlich auch so gewollt. Nun frage ich Sie, werte Abgeordnete, wer in der kleinteiligen sächsischen Wirtschaft hat die personellen Ressourcen für diesen bürokratischen Mehraufwand? Wer kann mit den vielen Vorgaben und unklaren Rechtsbegriffen überhaupt umgehen? Und wer hat den vollständigen Überblick der eigenen Lieferkette? Das haben große Weltkonzerne, aber nicht ein kleiner Mittelständler oder ein kleiner Unternehmer. Das ist einfach Unding, das ist ein Unding, das ist gesagt, das ganze Gesetz ist Unfug und es sollte schleunigst wieder abgeschafft werden. Das wäre auch meine Forderung, Herr Dulich, wenn Sie sich für die sächsische Wirtschaft stark machen, machen Sie sich stark, dass das Lieferkettengesetz wieder abgeschafft wird. Denn bei unserer Wirtschaftsstruktur in Sachsen ist das Lieferkettengesetz ein Wirtschaftsbeendigungsgesetz und wie es am Anfang meiner Rede hieß, Sachsens Wirtschaft steht am Scheideweg. Vielen Dank. Und die CDU-Fraktion, wird das Wort noch mal gewünscht? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich es auf, Herrn Böhme von der Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank. Es ging jetzt schon öfter um die Frage des Debattentitels hier heute. Der heißt ja Sicherheit im Wandel, meine Damen und Herren. Das ist ja auch ein aktueller Leitspruch des DGBs. Und der DGB kämpft ja bekanntermaßen für gute Löhne, Tarifverträge, Betriebsräte und so weiter. Und genau das sind aus unserer Sicht auch Schlüsselforderungen für nicht nur gute Arbeit, sondern eben auch für eine starke und auch eine stabile Wirtschaft im Freistaat. Und das ist wahr, Herr Dulich sagte es, die Gefahr besteht ja oder es passiert auch schon, dass nicht nur Leute abwandern, sondern schon auch sehr viele Leute und vor allem auch Fachkräfte fehlen. Und das liegt nicht nur am Image des Freistaats Sachsen und auch von konkreten Bedrohungen von Rechtsradikalen. Es liegt eben auch an schlechten Löhnen und an schlechten Arbeitsbedingungen. Sachsen ist immer noch Niedriglohnland und das muss sich eben dringend ändern. Mein Kollege Nico Bründler hat es vorhin noch mal ausgeführt. Nur rund die Hälfte der Beschäftigten hier in Sachsen haben einen Tarifvertrag oder arbeiten darunter. Und das ist ein Problem. Und die Privatwirtschaft dazu motivieren, Tarifverträge, gute Löhne zu zahlen, da kann natürlich auch der Staat etwas dafür tun, indem er zum Beispiel ein Vergabegesetz als größter Vergabeinstitution von Aufträgen so gestaltet, dass eben dieser Anteil von Tarifverträgen und guten Löhnen eben erhöht wird. Nur leider gibt es das immer noch nicht. Da fehlt also der Wille der Koalition. Ich möchte aber nicht nur über die Arbeitsbedingungen der Privatwirtschaft reden. Wir hatten ja im letzten Plenum auch über die eigenen Beschäftigten im öffentlichen Dienst gesprochen und auch da erfahren, dass insbesondere die CDU da kein Interesse an guter Bezahlung hat. Zum Glück wurde sich danach geeinigt im Land und im Bund. Und mittlerweile gibt es da neue Tarifverträge, aber dem Freistaat gehören ja auch noch andere Institutionen und zum Beispiel Firmen und Konzerne, wie zum Beispiel der Mitteldeutschen Flughafen AG. Ich denke, das haben Sie auch mitbekommen, dass da jetzt gerade gestreikt wurde. Und Herr Hohmann und auch Herr Dulich, ich habe auch Ihre Forderungen und die höre ich auch immer wieder und ich glaube Ihnen auch, dass Sie das fordern, nämlich nach guten Löhnen und guten Tarifen und Gerechtigkeit. Aber ich sehe es, und das hat Herr Brünnler angesprochen, eben im Handeln eben nicht. Denn an den Flughäfen, die gehören ja uns, dem Freistaat, und da sitzen Sie, Herr Wirtschaftsminister, aber auch der Finanzminister im Aufsichtsrat.
Und an Leipzig und Dresden arbeiten rund 1400 Beschäftigte und der Großteil von diesen Arbeitnehmerinnen ist im Mindestlohnniveau beschäftigt. Die verdienen außerdem 25% weniger als an allen anderen vergleichbaren Flughäfen und die haben auch längere Wochenarbeitszeiten in einem Schicht- und Nachtdienst. Das ist höchst ungerecht, was da passiert. Die Menschen haben sich jetzt endlich bereit erklärt, dort auch zu streiken und ich war auch bei den Beschäftigten und ich finde auch die Forderungen dort sehr angemessen. Ja, sie wollen einen tabellenwirksamen Inflationsausgleich von 650 Euro. Sie wollen 200 Euro Ausbildungsvergütung. Sie wollen auch Altersteilzeitoptionen haben. Das sind logische Dinge, die eigentlich in einer großen Branche auch üblich sind. Und was sagt die Arbeitgeberseite, also der Freistaat Sachsen als Haupteigner und auch die Mitglieder des Aufsichtsrats, die sich wahrscheinlich noch nicht damit beschäftigt haben, aber eben auch noch nicht intervenieren? Sie sagen, die Verbesserung für euch Beschäftigte, die soll es eben nicht geben. Im Gegenteil, wir wollen sogar massive Einschnitte für euch Arbeitnehmerinnen. Also es soll eben nur eine Einmalzahlung, Inflationsausgleich geben, nur 50 Euro mehr statt 650 Euro Lohn. Und es sollen zahlreiche freie Tage, Zuschläge und Sonderzahlungen gestrichen werden, außerdem länger gearbeitet werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will darüber reden, wie können wir denn als Freistaat hier darüber reden, über gute Arbeitsbedingungen, gute Wirtschaft, wenn wir unsere eigenen Leute nicht ordentlich bezahlen, meine Damen und Herren. Da ist doch was schief und das ist scheinheilig, meine Damen und Herren. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Böhme? Ja. Dann Herr Vogt, bitte. Frau Präsidentin, Herr Böhme, vielen Dank für die Möglichkeit der Zwischenfrage. Ich verstehe ja, dass Sie als Fraktion Die Linke sich hauptsächlich oder in diesem Fall ja ausschließlich mit höheren Löhnen auseinandersetzen. Das sei Ihnen gegönnt. Jeder muss in diesem politischen System auch seine Rolle spielen. Aber halten Sie es nicht angesichts der von Ihnen beschriebenen Tatsachen auch für notwendig, dass wir uns mal darüber unterhalten, dass auch Wirtschaftlichkeit wichtig ist, dass die Leute, wenn sie ordentliche Löhne bekommen, auch an der Wertschöpfung so mitarbeiten können, dass die Unternehmen erfolgreich sind, dass sie ihre Produkte verkaufen können. Ich höre immer nur höhere Löhne, mehr Geld, ne, die sozialen Dinge müssen immer wieder nach oben geschrieben werden. Aber ich vermisse von Ihnen wirklich, dass Ihnen das auch wichtig ist, dass es um wirtschaftliche Rahmenbedingungen geht. Bitte die Frage stellen. Insofern bitte ich Sie ganz herzlich oder frage Sie, können Sie mir da Ihre Meinung zum Thema Wirtschaftlichkeit als Notwendigkeit für höhere Löhne kurz beschreiben? Dankeschön. Vielen Dank für die Frage. Sie haben ja auch gerade gefragt, was unsere Rolle im Parlament ist und wir mit guten Löhnen und so weiter hier argumentieren. Das stimmt. Ich frage mich, was halt eigentlich die Rolle der CDU ist, was Sie zur Wirtschaftspolitik hier beigetragen haben. Denn gute Löhne und gute Arbeitsbedingungen und damit auch die Sicherung von Fachkräften scheinen Ihnen ja scheinbar völlig egal zu sein. Dazu haben Sie nämlich vorhin nichts gesagt. Das ist aber ein ausschlaggebender Punkt, um eine Wirtschaft am Laufen zu halten, dass auch Leute in dieser Wirtschaft arbeiten. Und was erwirtschaftet werden kann, um mal beim Flughafenbeispiel zu bleiben, die Leute, die dort arbeiten, zu den niedrigsten Löhnen, ja, die erwirtschaften die Gewinne, die auch andere Konzerne gerade erzielen. Die kriegen aber davon nichts. Kriegen tun die Vorstandsmitglieder gerade 500.000 im Jahr extra als Boni. Was haben die denn dafür verdient? Dafür, dass der Flughafen höchst defizitär ist? Also da passt doch was nicht zusammen. Sie können doch hier nicht verlangen, dass man Gewinne auch erwirtschaften muss, die Gewinne aber gleichzeitig nur bei den Konzernbossen oder DHL oder irgendwelchen Vorstandsmitgliedern bleiben. Das ist doch das Problem und die Ungerechtigkeit, die auch wütend im Land macht und dann eben zu solchen Wahlentscheidungen kommen, wie wir die nächste Zwischenfrage. Möchten Sie die Zwischenfrage zulassen? Ja. Gut. Ja, Herr Böhme, vielen Dank für das Gestatten der Zwischenfrage. Sie reden ja hier von Gewinnen, die die sächsischen Flughäfen erwirtschaften. Ist Ihnen bekannt, dass das Defizit der sächsischen Flughäfen aktuell 26 Millionen Euro beträgt? Vielen Dank. Ja, das ist mir bekannt. Und wenn Sie die Debatten der letzten Jahre verfolgt hätten, hätten Sie vielleicht auch mitbekommen, dass wir gerade zum Flughafen Leipzig-Halle, einer der größten Frachtflughäfen in der Europa, genau das auch immer wieder angesprochen haben, dass es halt ein Billigflughafen ist, dass er eben nicht genug Einnahmen erzielt, weil hier DHL und andere Großkonzerne, die wiederum Milliarden Gewinne machen, Bonis auszahlen an ihre Dividenden auszahlen an ihre Anteilseigner und die Vorstände der Flughafen AG auch Millionen Bonizahle kriegen, die Beschäftigten aber nichts. Und warum ist der Leipzig halt ein Billigflughafen? Weil er halt unterdurchschnittlich wenig verlangt für Starts und Landung dieser großen Maschinen, die hauptsächlich
tatsächlich nachzusagen. Da haben wir schon immer, also seit 5 Jahren fordern wir das auch in den Haushaltsverhandlungen und hier im Landtag, dass die Gebühren erhöht werden, damit die Leute ordentlich bezahlt werden und der Freistaat nicht über 20 Millionen Euro im Jahr dort reinbuttern muss, Subventionen hinbuttern muss. Das heißt, hier werden Gewinne von DHL und Co. privatisiert, aber wir als Freistaat zahlen für die Infrastruktur und trotzdem werden die Leute schlecht bezahlt. Das kann nicht hinhauen. Meine Damen und Herren, das war die Beantwortung der Frage. Und zum Schluss noch, wohin es auch führen kann, wenn Fachkräfte nicht ordentlich bezahlt werden oder überhaupt Menschen nicht ordentlich bezahlt werden, bleibe ich auch mal beim Beispiel Flughafen, weil es ja eben der eigene Staatsbetrieb auch ist. Die Flughafenfeuerwehr, das sind sehr gut ausgebildete Menschen. Dort sind ungefähr 120 Leute angestellt. Derzeit gibt es nur noch 80 von denen. Erst letztes Jahr haben wieder 15 gekündigt, wegen der schlechten Bezahlung. Die sind jetzt Nachbarbundesland zur normalen Feuerwehr gegangen, weil sie dort besser bezahlt werden als am eigenen sächsischen Flughafen. Oder auch der Sicherheitsleitstand ist mittlerweile nur noch einzeln besetzt. Die Leute dort dürfen nicht mal aufs Klo gehen, weil sonst eben nicht klar ist, was passieren kann, wenn es einen Notfall gibt. Das heißt, wir haben so schlechte Löhne, dass wir nicht mehr die eigenen Staatsbetriebe am Laufen halten können mit Leuten, die dort gut bezahlt werden. Und deswegen sagen wir, es ist schön und gut, darüber zu reden, über Tarifverträge und Privatwirtschaft und alle sollen machen. Aber wenn wir in unsere eigenen, weder im öffentlichen Dienst, da hat man die Debatte, noch in den eigenen Konzernen ordentliche Löhne zahlen, dann haben wir ein ordentliches Problem in Sachsen, meine Damen und Herren. So, mir liegt jetzt kein Redebedarf mehr vor. Herr Orban, Sie noch bitte, AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, der von den Linken hier vorgelegte Entschließungsantrag erfasst weder die. Das war nicht der Entschließungsantrag? Nein. Dann spreche ich vielleicht trotzdem dazu in meiner Redezeit, dann habe ich es abgearbeitet. Der von den Linken vorgelegte Entschließungsantrag erfasst weder die aktuelle Problemlage der sächsischen Wirtschaft, noch bietet er neue Impulse für das dringend notwendige Wirtschaftswachstum. Akut ist die Lage bei der Energieversorgung und bei den Energiepreisen. Akut ist die Lage im Außenhandel, weil immer mehr Arbeitsplätze wegbrechen bzw. wegzubrechen drohen, weil Betriebe schließen wollen. Akut ist die Lage bei den Betriebsnachfolgen, weil kaum noch jemand Unternehmer sein will, wenn die Bürokratie ihn erdrückt. Mein Kollege Frank Peschel hat das Lieferkettengesetz erwähnt als prominentes Beispiel. Werte Linke, in Ihrem Antrag findet sich kein Wort zur Aufhebung der wirtschaftsfeindlichen Sanktionspolitik, kein Wort zur Ausweitung des Energieangebotes, Stichwort Kernkraft, kein Wort zur Streichung unsinniger und unerfüllbarer bürokratischer Hürden. Ihr Antrag taugt bestenfalls dazu, neue Förderabhängigkeiten zu etablieren oder alte Abhängigkeiten zu verfestigen. Das untermauern Sie eindrücklich mit den Forderungen nach revolvierenden Fonds, nach Zuschüssen oder nach spiegelbildlichen Androhungen von Ausgleichsabgaben. Dabei warnen führende Ökonomen davor, weiter auf Subventionen zu setzen, in einen Subventionswettlauf einzusteigen. Sie mahnen auch, dass die zentrierte CO2-Bepreisung der falsche Weg ist. Werte Kollegen, welches größere Unternehmen wird künftig noch nach Sachsen investieren wollen, wenn es hier ausschließlich im Freistaat dazu verpflichtet wird, produktionsgebundene Forschung zu betreiben oder Standort- und Beschäftigungsgarantien abzugeben? Bereits jetzt sehen wir, dass größere Unternehmen nur noch mit Milliardensubventionen überhaupt animiert werden können, hier sich anzusiedeln. Mit zusätzlichen Pflichten und Vorgaben wird es noch schwerer und noch teurer werden. Ich weiß nicht, wie viel Geld Sie noch investieren wollen, damit überhaupt noch Unternehmen nach Sachsen kommen. Der Antrag ist im Kern nicht wirtschaftsfördernd. Er ist weiterhin wirtschaftsfeindlich und deshalb werden wir diesen Entschließungsantrag der Linken ablehnen. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, da es jetzt keinen Redebedarf mehr gibt, ist die Fachregierungserklärungsdiskussion abgeschlossen. Und ich rufe jetzt den Entschließungsantrag auf. Die Linke wird ihn jetzt einbringen. Herr Brümer, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin,
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, dass die AfD nicht so richtig mitgekriegt hat, wo wir eigentlich in der Debatte stehen, gibt mir jetzt die Gelegenheit, vielleicht noch mal auf einige wirklich absurden Argumente einzugehen. Weil wenn Sie sagen, wir beginnen irgendwie sowas wie einen Subventionswettlauf, wir haben diesen Subventionswettlauf schon. Und egal, ob Ihnen das gefällt oder nicht, die großen Konzerne investieren hier nicht, weil ihnen irgendwie, weil wir aus dem Atomstrom ausgestiegen sind oder sonst irgendwie was, sondern wir haben, und das haben wir gerade im Halbleiterbereich, schon seit Jahren, dass uns große Konzerne sagen, naja, wir würden schon gerne bei euch investieren, ihr solltet aber wissen, in China hat man uns schon gesagt, die würden sämtliche Investitionskosten übernehmen. Was sagt ihr denn dazu? Natürlich beklagen wir das als Linke, weil die großen Konzerne machen genau das, was wir ihnen eben immer vorwerfen. Sie erpressen die Politik zulasten des Mittelstandes. Und selbstverständlich ist es so, jeder Bäcker, der mit der gleichen Argumentation an irgendeiner Ministeriumstür klingeln würde, der würde wahrscheinlich nicht mehr am Pförtner vorbeikommen. Aber das ist einfach die Realität und der müssen wir uns tatsächlich stellen. Und der Realität stellen wir uns eben nicht. Und wenn wir die Situation gerade der Solarwirtschaft in Sachsen anschauen, und nicht nur in Sachsen, sondern in Deutschland allgemein, das liegt ja nicht daran, dass wir irgendwie aus dem Atomstrom aussteigen oder so, sondern nein, das liegt daran, weil wir uns eben in so einem internationalen Investitionswettlauf, Subventionswettlauf befinden und wir dort momentan die Kürzeren ziehen. Und darum geht es ja in unserem Antrag. Und da sagen wir ganz klar, wir brauchen zum einen, das steht auch in unserem Antrag so drin, wir brauchen zum einen tatsächlich mal eine strategische Ausrichtung unserer Wirtschaft, wo nicht einfach nur es heißen kann, naja, die, die irgendwo wichtig sind, die müssen wir stützen, weil sie halt wichtig sind. Klar, da kann man nicht drüber weg, aber wenn irgendeine Region gerade keinen wichtigen Standort hat, naja, dann müssen wir halt auch nichts unterstützen. Das ist ja im Moment unsere Strategie. Und da wollen wir aber genau weg. Und was wir da wollen, dass wir tatsächlich in Technologien investieren wollen, die eben eine Dekarbonisierung fördern, die tatsächlich nach vorne gucken, die tatsächlich in die Zukunft investieren. Das, Kollege Urban, ja, das unterscheidet uns von, ein Stück weit von Ihnen. Wir wollen an der Zukunft arbeiten. Sie träumen von der Vergangenheit. In diesem Sinne stimmen Sie bitte unserem Entschließungsantrag zu. Vielen Dank. So, wer möchte noch zum Entschließungsantrag sprechen? Herr Hohmann, bitte. Moment. Frau Präsidentin, einen Moment bitte. Dankeschön. Frau Präsidentin, ich würde gerne wie folgt Stellung zu dem Entschließungsantrag nehmen. Sicherlich ist in diesem Entschließungsantrag nicht alles falsch. Es stehen ein paar Dinge drin, die aus meiner Sicht richtig sind, die in diesem Land im Übrigen auch schon getan werden, die man also gar nicht erst fordern muss. Ich will auf einen Punkt hingehen, der uns eine Zustimmung aber unmöglich macht. Das ist nämlich die Umstellung der Wirtschaftsförderung zu 90% auf revolvierende Fonds. Ich will darauf hinweisen, in einigen Teilbereichen machen wir das schon, zum Beispiel der Technologiegründerfonds ist bereits auf revolvierende Fonds umgestellt. Für alle, denen dieser Begriff nichts sagt, das bedeutet also, dass man das Geld wieder zurückbezahlen muss. Möchte aber gerne darauf hinweisen, dass ich eine abrupte und so hohe Umstellungen, auf 90% auf revolvierende Fonds, angesichts zum einen der sächsischen Wirtschaftsstruktur, vor allem mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, für nicht sinnvoll halte und auch gerade in der Zeiten von Transformations- und Veränderungsprozessen ich diesen Ansatz auch nicht in diesem Umfang unterstützen kann. Und deshalb werden wir diesen Antrag ablehnen. Gibt es weiteren Redebedarf zum Entschließungsantrag? Das kann ich nicht erkennen, deshalb lasse ich jetzt über diesen abstimmen. Das ist der Entschließungsantrag zur Fachregierungserklärung von der Fraktion Die Linke in der Drucksache 15.886. Wer möchte die Zustimmung geben? Und die Gegenstimmen bitte. Gibt es Stimmenthaltungen? Keine Stimmenthaltungen, Stimmen dafür, dennoch mit Mehrheit abgelehnt. Meine Damen und Herren, damit ist der Tagesordnungspunkt beendet.